Direct Action, das ist ein Begriff, der ist kein Label. Und er wird es auch hoffentlich nie, sonst benutze ich ihn nicht mehr, weil ich das relativ langweilig finde. Also wer das auch immer irgendwie anders bezeichnen will, ist mir auch recht. Trotzdem stecken da natürlich zwei Wörter drin, auf die ich kurz eingehen will. Da ist einmal der Begriff Aktion, das ist vielleicht noch relativ einfach. Also die Idee, etwas aktiv zu tun, nicht auf etwas zu warten, sondern sich einzumischen in die eigenen und die öffentlichen Angelegenheiten, etwas Politisches zu tun, etwas nach außen gerichtet, was andere Menschen mitkriegen. Das soll nicht sagen, dass andere Bereiche unwichtig sind, aber die Idee von Aktion heißt, ich will es nach außen richten, ich sitze nicht mehr an meinem Sofa und nöle, ich sitze nicht mehr in meinem Infoladen und nöle, sondern ich gehe raus und verändere die Dinge selbst. Und das direkt. Direkt heißt, ich appelliere nicht an die, die mächtig sind, an die, die die Produktionsmittel oder die Gesetzesgebung oder was auch immer in der Hand haben, sondern ich versuche, die Dinge selber zu ändern. Widerstand statt Appell. Und das ist jetzt eigentlich das Besondere, für das eigne ich mir Mittel an, um schlau zu sein. Um nicht, dieses Wort werde ich heute Abend wahrscheinlich noch ein paar Mal mehr benutzen, um nicht die Begleitfolklore des Unabwendbaren zu sein. Das ist Politik viel. Irgendwelche Scheiße passiert und wir machen die Begleitfolklore dazu. Deutschland führt Angriffskriege, wir machen Kerzen hoch oder meinetwegen auch eine autonome Poser-Demo. Aber letztendlich sind wir immer nur Begleitfolklore des Unabwendbaren. Wir gehören dazu wie die Bomben und die Toten selber. Und das, finde ich, sollte sich ändern. Wir sollten stören. Wir sollten tatsächlich in der Lage sein, die gesellschaftlichen Dinge zu verändern. Und dazu müssen wir uns selbst ermächtigen, müssen uns die Mittel aneignen, müssen handlungsfähig werden, müssen rauskommen aus der Ohnmacht. Wie oft habt ihr es vielleicht schon erlebt? Am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, irgendwelche Scheiße passiert, ihr rennt durch den Bahnhof, irgendeine rassistische Polizeikontrolle und man steht daneben und denkt sich, wie scheiße ist diese Welt? Aber ich kann mal wieder leider nichts tun, weil ich weiß nicht was. Aus dieser Ohnmacht herauszukommen, Dinge zu wissen, was gehen könnte, und aus dieser Fülle von Ideen dann immer auswählen zu können, was gerade passt. Absolute Freiheit gibt es nirgends, aber Freiheit ist immer die Wahl aus vielen, vielen Möglichkeiten, eine passende zu nehmen. Und darüber nachzudenken, welche Wirkung hat das eigentlich? Schaffe ich tatsächlich eine Außenwirkung oder bin ich eben nur, wieder den Begriff benutzt, Begleitfolklore? Meine Idee von Aktion wäre immer die, ich stehe auf der Straße, mache eine Aktion und danach diskutiert die ganze Straße miteinander. Vielleicht haben die gar nicht gemerkt, dass eine Aktion stattgefunden hat, denn ein Kennzeichen einer Aktion ist nicht, dass alle wissen, dass eine Aktion stattgefunden hat. Ich gehe nachher darauf ein. Es gibt ganz viele versteckte Formen von Straßentheater, Kommunikationsguerilla, aber die Verhältnisse sollen verschoben werden. Selbst wenn niemand mehr hinterher klar hat, warum das eigentlich passiert ist. Aktion soll Erregungskorridore schaffen. Es soll nichts mehr normal sein. Die Menschen sollen irgendwie angefixt sein, hier ist etwas passiert, über das ich nachdenke oder weswegen ich nachdenke. Insofern gehe ich halt immer so von der Aktion so ein bisschen von so einem Dreischritt aus, dass da passiert etwas, meine Aktion, das schafft eine Erregung. Vielleicht hassen mich die Leute auch deswegen, darauf kommt es erstmal nicht ein. Aber weil es sie nicht in Ruhe lässt, weil das nicht so ist wie diese Begleitfolklore, Deutschland fliegt einen Angriffskrieg und irgendwelche Leute machen eine Mahnwache dazu. Das ist normal. Sondern es passiert etwas, wo sie nicht so einfach rauskommen, worüber sie nachdenken und wo ich dann wieder in diesen Erregungskorridor hinein Inhalte vermitteln kann. Und um das weiter voranzutreiben, bin ich natürlich jederzeit in der Lage, eine zweite, eine dritte Aktion zu machen. Und dann aus all diesen Komponenten ein Kunstwerk zu machen. Ein Kunstwerk einer Mischung aus unterschiedlichsten Aktionsformen, die ineinander greifen. Ich gehe da ja an Beispielen darauf an. Und nicht vergessen, auch Direct Action ist nicht alles. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formate politischen Widerstandes. Also ob Leute irgendwelche eigenen Medien in Gang bringen oder Hausprojekte schaffen oder was auch immer, das ist alles genauso wichtig. Direct Action ist eine Idee von Widerstand draußen auf der Straße und damit ein Teilbaustein einer emanzipatorischen Politikbewegung. Noch ein paar Vorwegbemerkungen. Das eine ist,
Wenn ich den Anspruch habe, mit politischer Aktion Verhältnisse zu verändern, und ich nehme an, dass die meisten, wenn die irgendwas verändern wollen, Verhältnisse verändern wollen, muss ich einen Begriff haben von Verhältnissen. Was ist das eigentlich, was ich da verändern will? Ich mache jetzt nicht nochmal eine Kurzvorlesung zur Theorie der Herrschaftsfreiheit, aber wenn man sich überlegt, was alles Zielrichtung von politischen Aktionen sein kann, muss natürlich klar sein, Verhältnisse sind nicht nur die Dinge, die wir physisch sehen. Die sind auch da. Waffen, Gebäude, Zäune, Kameras, alles, was uns ärgert und was wir sehen. Das ist auch ein Teil der Inszenierung von Herrschaft. Aber uns beherrschen lange nicht nur diese physischen Dinge, sondern uns beherrschen eine ganze Menge andere Sachen. Da sind die ganzen formalrechtlichen Geschichten, Gesetze, Normen, das tut man immer, Traditionen und so weiter und so fort. Und das Diskursive. Ganz viele Menschen auf dieser Welt glauben, dass es zwei Geschlechter gibt, glauben, dass es Rassen gibt mit unterschiedlichen Merkmalen, glauben, dass die Flüchtlinge uns die Arbeit wegnehmen und so weiter und so fort. Es gibt kein Gesetz und kein einziges Denkmal oder sowas, auf dem draufsteht, dass wir das denken müssen. Und trotzdem denken es ganz viele. Das heißt, es gibt da offensichtlich noch Dinge, die anders wirken als diese physischen Mittel der Macht. Und wenn ich Verhältnisse verändern will, dann muss ich auch das zum Gegenstand meiner politischen Aktionskunst machen. Das Denken, die Diskurse in den Köpfen, das, was die Menschen für richtig oder falsch halten, für gut oder böse, zu zertrümmern. Und wenn ich das will, muss ich halt darüber nachdenken, wo finde ich denn eigentlich meine Orte, an denen ich das tun kann? Meine letzte Vorbemerkung. Es gibt auch hier drei Typen von Orten, wahrscheinlich noch viel mehr, aber drei will ich mal nennen. Das eine sind die Konfliktorte selber, also die Orte, wo die Scheiße stattfindet. Das können irgendwelche Flächen sein, irgendwelche Gebäude sein, das können irgendwelche Geräte sein, von denen Scheiße ausgeht. Also wenn ich bleib mal beim Beispiel Krieg, das kann eine Kaserne sein, das kann ein Kampfflugzeug sein, ein Panzer, der fährt ja vielleicht auch mal auf dem Zug, mehrere Panzer geladen durch Köln durch oder wie auch immer. Also das könnten die Orte sein, an denen ich das suche, das könnten Gremien und Institutionen sein, da wo sich die treffen, die irgendwas entscheiden oder den Zugang zu Produktionsmitteln haben oder denen die Häuser gehören oder wie auch immer. Das sind die Institutionen des Strafens und Überwachens, aber es sind nur sehr, sehr selten konkrete Personen. Regelmäßig führt das Ausschalten von Personen zu keinerlei veränderten Politikformen. Weil die Personen halt in diesem riesigen Hamsterrädern-Konstrukt, die die Gesellschaft darstellt, halt auch immer nur willige Vollstrecker sind. Das ist der Typus erstmal aller Menschen. Und die einen sind halt die willigen Vollstrecker als Security bei irgendeiner Firma. Und die anderen sind die willigen Vollstrecker als Bundeskanzlerin. Und alle machen ihren Job. Und ich kann die weghauen und es wird genau eine andere Person dahin kommen und im Großen und Ganzen genau das Gleiche tun. Das heißt, die Zielrichtung ist weniger die Person als die Institution, als die Konfliktorte, an denen die Scheiße stattfindet. Es gibt weitere Stellschrauben des Systems, die sich nicht so klar verorten lassen. Infrastruktur, also Transportwesen oder was auch immer. Symbole. Ganz viel ist ja symbolbehaftet, das fängt von Nationalflaggen an und geht über meinetwegen die Denkmale, Werbung oder was auch immer. Und dann gibt es der dritte Aktionsort, der ganz häufig vergessen wird, obwohl er einen enormen Vorteil hat, nämlich der Alltag. Unser aller Alltag, der den Vorteil hat, dass wir da nicht extra schwarz fahren müssen hin, sondern der kommt immer mit uns mit. Der ist immer da. Das heißt, permanent spiegeln sich in unserem ganzen Leben die ganzen kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse, die rassistischen Diskurse, die sexistischen Diskurse und so weiter. Und es ist jederzeit und immer möglich, an der Stelle, wo ich eh unterwegs bin, ein kleines Stückchen Welt zu verändern. Dafür lohnt es sich, sich Know-how anzueignen. Und ich will, um deutlich zu machen, was diese Idee von Direct Action eigentlich ist, was das bedeutet, zu denken, dass ich den Punkt treffen will, mal mit so ganz kleinen Sachen anfangen, ein paar Beispielen. Denn es ist tatsächlich so, dass wenn ich darüber nachdenke, wie erzeuge ich einen Erregungskorridor, wie schaffe ich es, dass Aufmerksamkeit entsteht, dass Leute anfangen, Fragen zu stellen, dann ist es nicht immer nötig, eine riesige Aktion zu fahren, sondern man kann ganz gezielt gesellschaftliche Codes brechen, dadurch Aufmerksamkeit schaffen. Und das ist mitunter mit ganz kleinen Mitteln möglich. Meine Lieblingswaffe in diesem Zusammenhang ist ein Stück Kreide.
Ich gehe mal in einen gedachten Alltag von euch. Also ihr seid unterwegs in der Stadt, ihr seid unterwegs an der Uni, am Arbeitsplatz, wie auch immer. Normalfall, man geht halt so durch die Gegend, dann sieht man da rechts, wenn Menschen nicht nur auf ihr Smartphone gucken und sich mit Leuten unterhalten oder wie auch immer. Also das ist, wäre der erste Punkt für die erste Übung für Direct Action ist aufmerksam durch eine Stadt gehen. Die Verkehrsschilder wahrnehmen, wie heißen hier, es ist ja nicht so ein alter Kolonialherr, hey, da steht ein Stoppschild, daraus könnte man auch was... was für eine blöde sexistische Werbung. Also du übst, durch die Gegend zu gehen und wahrzunehmen, was dort ist. Normalerweise ist es so, wenn du das in deinem Alltag übst, führt das zu sehr problematischen Lebenssituationen. Also es entsteht so ein Verlangen, diesen Planet zu verlassen, weil du eigentlich links und rechts die ganze Scheiße plötzlich wahrnimmst. Jetzt gehst du daran vorbei, im Normalfall, und fühlst dich halt ohnmächtig. Allein die Kreide in der Hand. Nehmen wir mal an, das hier wäre ein Stück Kreide und ich gehe jetzt hier durch die Stadt und da ist eine sexistische Werbung. Allein, dass ich diese kleine Waffe in der Hand habe, verändert jetzt einiges. Ich kann mich jetzt einfach hier hinhocken und kann meinen Kommentar zu der Werbung da vorschreiben. Und dann gehe ich vielleicht weiter und dann ist da irgendwie ein Kiosk, wo es die Nationalzeitung zu kaufen gibt oder Kompakt oder Eigentümlich frei oder all dieser Schrott, der einen anekelt. Dann kann ich davor meinen Kommentar schreiben. Das verändert die Lage bereits enorm. Und das ist noch völlig harmlos. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel. Ich wähle jetzt mal irgendwie ein paar Leute von euch aus. Und wir stellen uns mal vor, ich komme gerade am Bahnhof vorbei und hier läuft eine klassische Polizeikontrolle von der Bundespolizei. Also du in der Mitte bist die kontrollierte Person. Du hast also ein klassisches nicht-deutsches Aussehen und bist in die Mangel genommen. Normale Situation, ich merke gar nicht, dass da sowas ist. Besser schon, ich... registriere die Situation und denke mir, oh, was für eine Scheiße schon wieder. Aber mir fällt nichts ein. Noch ein Stück besser ist, wäre das, sich einmischen. Das machen auch tatsächlich ein paar. Das, was man so unter Zivilcourage versteht, sich einmischen. Guten Tag, was machen Sie denn da oder so etwas? Das ist schon echt besser. Ich will nicht, damit nicht der Eindruck entsteht, dass ich das jetzt hier so schlecht machen will. Wenn sich Menschen einmischen, das ist heute schon höchst selten. Nichtsdestotrotz reize ich da meine Handlungsmöglichkeiten bei Weitem nicht auf. Denn dieses Hallo, was machen Sie denn da, ist eine Kommunikationsform, die defensiv vorgeht. Also in Wirklichkeit komme ich eigentlich so von unten. Hallo, das dürfen Sie doch vielleicht gar nicht. Also ich jammer ein bisschen rum. Das ist eine defensive, bis ins Unterwürfig gehende Kommunikationsform. Selbst wenn ich noch bleibe, hallo, das dürfen Sie doch gar nicht, bleibe ich auf dieser defensiven Jammerspur unterwegs. Anders wäre das schon, wenn ich eine Aktion fahre. Und jetzt gehe ich in das, was ich eigentlich mit dem Begriff Direct Action meine. Wie gesagt, das ist kein Label, ich bezeichne es einfach so, bezeichnet ihr das, wie ihr es wollt, ist egal. Denkt mal also, wir sind jetzt hier, also die rassistische Polizeikontrolle, es ist ein voller Bahnhof, ihr steht da auch irgendwo so rum und ich sage, hallo, seht ihr das? Hier wird kontrolliert. Wollt ihr auch mal kontrolliert werden? Sammeln wir noch mal ein paar Personalausweise an. Wer möchte noch hier bitte anstellen? Nein, nein, schön anstellen alle. Du bringst jetzt also das Geschehen nach außen. Solche Sachen hat es auch schon gegeben. Es gibt dann auch Leute, die geben dann ihre Personalausweise ab oder gehen dahin. Hallo, können Sie mich auch kontrollieren? Wenn das 10, 20 machen, hast du die Situation schon ein bisschen gekippt. Du kannst es natürlich noch zuspitzen. Du kannst jetzt auch die Personalausweise vorher noch einsammeln, mischen und dann so wie so ein Skatspiel vorhalten. Wollen Sie mal ein paar ziehen von uns allen? Gut. Und ihr werdet erleben, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass die Polizisten, die sagen dann mitunter, hallo, hören Sie mal auf damit oder was soll denn das oder Sie stören unsere Amtshandlung. Genau da will ich hin. Jetzt sind Sie in der Defensivaktion. Sie jammern rum. Hallo, was soll denn das? Das hatte ich vorher gefragt. Binnen kürzester Zeit stelle ich eine Situation her, bei der denn die sich so verhalten wie wir. Sie fangen an zu jammern. So, dazu brauche ich gar nichts. Null Sachen, außer mein Perso dabei haben. Nee, eigentlich noch nicht mal das. Weil das ich meinen gar nicht bei der Aktion vor, ob ich den dann auch zeige oder nicht, fällt ja gar nicht auf. Jetzt bin ich aber noch bewaffnet. Das ist ja nur ganz klein, würde ich empfehlen. Nie wieder ohne meine Kreide. Irgendwie verpackt oder man könnte es auch in so einem Pistolenhalfter da dabei haben. Also jetzt dasselbe nochmal mit Kreide. Ich komme an die Situation ran und sicherlich lassen sich ganz unterschiedliche Sachen mit der Kreide machen. Ich mache jetzt auch nur ein Beispiel. Ich gehe an die Situation ran, knie einfach so nieder und male jetzt mit der Kreide einen großen Kreis daran. Ich ziehe auf allen Vieren ganz langsam einen Kreis darum. Ne? Gehe also da so lang, komme dann irgendwann hier hinten wieder raus und mal so einen Kreis. Wenn du das im Bahnhof machst oder auf dem Marktplatz oder wie auch immer, ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich hoch,
dass Leute sich das angucken, weil das ein bisschen skurril wirkt. Die Polizei hat ja vorher am Direct Action Training voraussichtlich nicht teilgenommen, wird also keine kalkulierbare Reaktion zeigen, hat aber auch nicht viel Spielraum. Also Polizisten sind in der Regel nicht besonders flexibel in ihren Reaktionsweisen. Also denkbar ist, dass die gar nichts machen. Das ist für dich eigentlich das Schlechteste. Weil der Erregungskorridor steigt, das ist nämlich etwas Schönes an Polizei, wenn die was machen, gucken noch mehr. Also es ist durchaus nicht immer nur negativ, wenn Polizei kommt. Man muss es nur wissen, die Polizei einzubauen in deine eigenen Aktivitäten, weil auf jeden Fall wird deine Aktion, schindet mehr Aufmerksamkeit. Also gut, du machst da deinen Strich. Vielleicht sagt die Polizei auch, hallo, was machen Sie denn da? Nicht, das wäre wieder diese jammervolle Diskussion. Und ich freue mich insgeheim, soweit habe ich sie jetzt schon. Sie fangen an zu jammern. Wunderbar. Ist ja nur die Frage, wie man darauf aufhört. Man kann natürlich anfangen, auch mit denen zu reden. Das finde ich allerdings völlig überflüssig, weil es war ja nicht mein Ziel, die zu überzeugen. Du machst einfach weiter vielleicht oder du machst sowas Pantomimisches. Machst dann so weiter. Du kannst es natürlich auch offensiver machen, um noch mehr Leute einzubinden. Du sagst einfach, hallo? Gibt es hier noch irgendjemanden, der nicht begreift, was ich hier tue? Sehen Sie, alle anderen checken das. Und dann machst du einfach weiter. Und kommst irgendwann ja am Ende an. Und jetzt kannst du dir weiteres überlegen. Also wie gesagt, das sind nur Beispiele. Es geht mir hier heute Abend nicht darum, zum Auswendiglernen von Aktionsmethoden, sondern Denkfiguren in Köpfen zu schaffen, was eigentlich alles geht. So, jetzt könnte ich zum Beispiel, ich bin jetzt rum, jetzt mache ich hier einen Pfeil auf diesen Kreis, wo die da immer noch drin sind. Und mache jetzt eine ganz lange Linie, einmal quer durch den Bahnhof. Und irgendwann komme ich da hinten an und da schreibe ich was dran. Vielleicht auch was ganz Normales, rassistische Polizeikontrolle oder vielleicht wer in diesem Themenbereich aktiv ist, kann auch die Prozentzahlen, wie das Racial Profiling halt so abläuft. Also wie häufig deutsche Polizisten und Polizistinnen nicht deutsch aussehende Leute kontrollieren. Da gibt es ja auch Zahlen drüber, ich habe die jetzt auch nicht auswendig, aber vielleicht gibt es sogar Leute, die können da auch noch einen Roman hinschreiben, ist egal, du schreibst irgendwas dahin. Schreibt hin, was ihr für richtig haltet. Ich will sowieso keine Rezepte vorgehen, aber ich kann ehrlich gesagt nicht empfehlen, jetzt hier sowas wie eine Beleidigung oder so hinzuschreiben, weil eigentlich gebt ihr eure Souveränität in dem Moment wieder auf. Wer jemand anders als Arschloch bezeichnet, tut das in der Regel, weil er oder sie nicht mehr weiter weiß. Also normalerweise ist jemand als Arschloch zu bezeichnen ein Zeichen von Ohnmacht. Häufig hochverständlich und mitunter auch sozial adäquat, so ist der strafrechtliche Begriff für, man darf jemanden Arschloch bezeichnen, der sich wie ein Arschloch verhält. Aber selbst in dem Falle wäre es nicht souverän. Also souveräner wäre zum Beispiel, meine Oma würde sie jetzt ein Arschloch bezeichnen, aber ich habe das nicht nötig. Ist genau das gleiche Aussage, ne? Aber strafrechtlich im grünen Bereich. Aber du kannst auch irgendwas anderes da reinschreiben. Jedenfalls für die Polizei entsteht ja das Problem, du bist jetzt also hier ganz hinten und schreibst da was hin, die können das ja nicht sehen. Die haben jetzt also, wenn sie nur zu zweit sind, die Chance, ihre Kontrolle aufzulösen, um zu gucken, ob ich da nicht eine Beleidigung hinschreibe, ist mir recht, oder sie lösen die Kontrolle halt nicht auf. Dann habe ich keine Revolution angezettelt. Davon bin ich weit entfernt mit diesem Stückchen Kreide. Ich mache dann vielleicht nichts anderes mehr, als mir meine Hände abzuklopfen, die Kreide einzustecken und davon zu wandern. Weiß aber, das hat mich jetzt 2 Minuten gekostet und es war eine ganz andere Situation in meinem Leben. Und darum geht es mir. Nie wieder ohnmächtig sein, sondern diesen Konflikt in dieser Gesellschaft permanent austragen und es der anderen Seite signalisieren, die haben einfach nie mehr Ruhe vor uns. Und die müssen vor allen Dingen mit Methoden klarkommen, mit denen sie in der Regel nicht klarkommen, weil sie ganz schematische Verhaltensweisen haben. Niemand zwingt uns, langweilig zu sein, aber die müssen es. Nur so ein paar weitere Beispiele für diese Idee, mit ganz wenig klarzukommen, also aktionstechnisch aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Nehmen wir zum Beispiel mal gegen diese ewige Verwertungslogik, dass alles irgendwie Geld kostet und Eigentümer hat und all diesen Scheiß. Eine Möglichkeit, wir gehen in einen Supermarkt, möglichst zur besten Geschäftszeit, wo richtig lange Schlangen sind und jetzt packe ich meinen Wagen voll und gehe an die Kasse und wie dann die Person da anfängt, das einzuscannen, ich weiß gar nicht, ob das ein modernes Mittel noch heutzutage ist, die Sachen einzuscannen, weil ich gehe mal einkaufen, wenn die ganz geschlossen haben, hinten an den Mülltonnen, da kostet es auch nichts. Also falls das noch so ist, dass das so eingescannt wird, fängt die Person dann an einzuscannen und du sagst dann, halt, nicht alles einscannen. Ich wollte noch sagen, ich habe kein Geld, aber hier gibt es doch eigentlich genug für alle, kann ich mir doch auch sowas mitnehmen, oder? Und das schön laut in diese Schlange hinein.
wieder unklar, was jetzt eigentlich passiert. Also das ist ja nicht Stereotyp, alles, die ganze Welt reagiert immer gleich. Es kann auch sein, dass die überhaupt nicht reagieren. Das haben wir schon häufiger ausprobiert, tatsächlich sehr unterschiedliche Verhaltensweisen. Am schönsten natürlich erstmal, wenn die Person an der Kasse überhaupt nicht klarkommt an den Vorgang und erstmal die Geschäftsführungsperson holt. Dann stockt da alles. Wir sind ja immer noch bei dem, ich agiere in meinem Alltag ohne weitere Hilfsmittel oder maximal Kreide. Ich baue jetzt mal langsam ein paar zusätzliche Bausteine an, wo dann zu sehen ist, dass auch sehr schnell mit einfachen Mitteln noch viel mehr rauszuholen ist. Da ist also die Schlange mit 8 Leuten und du bist ganz vorne, ne, und machst das gerade. Und an der 6. Position steht eine Person, die gehört auch noch zu dir. Ihr seid ja nämlich zu zweit reingegangen, aber das weiß niemand. Dazu müssen wir natürlich lernen, unsere identitären Gruppenkollektive aufzulösen und nicht immer als autonomer Block da rein zu marschieren, sondern sich auch mal aufzuteilen, um auf solche Situationen, wie meinetwegen bei der Polizeikontrolle und so etwas, auch mal zu unterschiedlichen Zeiten aus unterschiedlichen Richtungen hinzukommen, weil dann können wir nämlich unterschiedlich agieren. Sagt also die Person aus der 6. Position, kann das hier nicht mal schneller gehen? Ich habe keine Zeit, ich komme gerade vom Arbeiten, du musst nach Hause. Sagst du wieder von vorne? Oder noch eine dritte Person, falls ihr zufällig gerade zu dritt unterwegs sein solltet. Ja, mei, was soll denn auch der Stress? Wenn alles umsonst wäre, müsstest du auch nicht mehr so viel arbeiten und wir hätten alle mehr Zeit. Und wenn du Glück hast, ist es vielleicht so, dass dort oder die andere Person steht in der Nachbarschlange, diskutiert der ganze Supermarkt darüber, wie geil das wäre, wenn alles umsonst wäre. Oder manche werden sagen, wie beschissen das ist, wenn alles umsonst wäre. Also du kannst unter bestimmten Bedingungen mit ganz geringen Mitteln eine Kommunikation entfachen, die über das Niveau so einer langweiligen Latschdemo und sowas bereits in so einem kleinen Fall hinweggeht. Denn du machst eine Aktion, darauf kommt es ja erstmal an, eine Aktion, die ganz gezielt Kommunikation erzeugt, Irritation erzeugt, die Leute sind irgendwie drin. Möglicherweise, das ist eine klassische Aktion, bei der hinterher niemand weiß, dass da überhaupt eine Aktion gelaufen ist. Weil das war ein klassisches, verstecktes Theater. Aber was total nahe liegt, ist, dass du sogar in eine Debatte hineinkommst, die utopische Ebenen hat. Zum Beispiel der Standardsatz, der ganz häufig kommt, ist ja, wenn das alle so machen würden. Mein Lieblingssatz auf der Straße, weil dann immer sofort gesagt werden würde, ja, was ist denn dann, wenn das alle so machen würden? Und wenn du das dann noch verbindest mit irgendwelchen konkreten Projekten oder so etwas, auf die du hinweist, wo Dinge umsonst geregelt werden und das doch eigentlich viel geiler ist, bist du mit einem ganz kleinen Mittel an dieser Stelle in einer Debatte, die man sich ansonsten bei den ganzen Latschdemos nur wünschen würde und selten erreicht. Nächstes Beispiel. Eingriff in solche Diskurse. Also hier in diesem Land ist relativ weit verbreitet, dass es zwei Geschlechter gibt. Das ist in mehreren anderen Ländern dieser Welt auch noch so gang und gäbe, aber längst nicht in allen, also in unterschiedlichen Kulturkreisen dieser Welt, gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, wie viele Geschlechter es gibt. Hier ist es relativ starr, zwei Geschlechter. Bei den absurdesten Dingen wirst du nach deinem Geschlecht gefragt. Bei irgendwelchen Abfragebögen im Internet oder wenn du irgendwo hingehst und dir was kaufst, also du willst meinetwegen irgendwo hin, ich konstruiere jetzt mal irgendwas, ohne überprüft zu haben, ob man es da eigentlich wirklich noch braucht. Nehmen wir an, bei dem Kauf irgendeiner, meinetwegen einer Bahncard oder sowas, musst du ausfüllen, ob du Mann oder Frau bist. Auch wenn, was ich ja richtig finde, die Bahncard nicht unterschiedlich teuer ist für die verschiedenen, trotzdem wird das abgefragt. Und wenn du das so online machst, dann sagen die immer, bitte die notwendigen Felder aus. Da kommt immer so eine rote Schrift, nicht? Und du musst nochmal anfangen. So, jetzt gehst du in dieses Reisezentrum und sagst, ich will eine Bahncard haben und dann wird das abgefragt. Also kann man jetzt übertragen auf Konto eröffnen, scheißegal. Und dann muss man da Mann oder Frau ausfüllen. Und dann sagst du, das ist doch scheißegal. Das geht sie auch gar nichts an. Und dann geht das so ein bisschen hin und her und es ist klar, dieser Computer spielt nicht mit. Die Person wird von dir verlangen, dass du jetzt Mann oder Frau hast. Jetzt wieder, eine zweite Person steht auch noch im Reisezentrum, also ganz viele Leute stehen da schon und warten, dass es endlich mal vorwärts geht. Jetzt steht da eine zweite Person von dir und brüllt von hinten rein, jetzt hör mal auf zu pöbeln, dass es hier vorwärts geht, es ist ja wohl auch so, dass man entweder nur Mann oder Frau ist. Und jetzt steht da noch eine dritte Person in so tuntigen Klamotten und sagt, wie meinst du das, dass es immer völlig eindeutig ist? Du kannst unter Umständen auch hier wieder, ähnlich wie im Supermarkt, den Effekt haben, dass du in einem begrenzten Raum mit den Leuten über den Sinn und Unsinn der Zweigeschlechtlichkeit dieser Gesellschaft diskutierst. Und das vierte Beispiel, was ich noch so darstellen will, ist das Covern. Auch das ohne jegliche Hilfsmittel im Alltag machbar. Und ich höre an dem Punkt auf mit den Beispielen, obwohl ich hunderte noch vortragen könnte. Es geht mir um die Denkfigur. Wie greife ich in Kommunikationsgeschichten ein? Wie alle Aktionen, von denen ich hier berichte,
Ist nicht jede Aktion in jedem Moment wirklich besonders geistreich? Je mehr Ideen ich habe, umso mehr kann ich dann auch auswählen, was passt denn jetzt hier gerade? Covern heißt, irgendetwas, was da stattfindet, mache ich nach. Also wir haben das schon häufiger gemacht, beispielsweise wenn die Polizei Leute so an die Wand klatscht, ne, mit so Beine breit, Arme breit, sich daneben stellen, vielleicht die Szene sogar selber komplett nachstellen, also du spielst auch noch die Bullen dabei und machst immer genau das, was die machen, einfach 2 Meter weiter. Ich habe eigentlich immer ein anderes Beispiel im Kopf, da gab es letztens mal Kritik daran, aber ich nenne das mal trotzdem, weil ich das relativ klassisch finde, auch wenn richtig ist, dass das natürlich immer eine Reihe von Problemen hat. Du brauchst eine hohe Sensibilität, wenn du in Kommunikation eingreifst, wann du eigentlich auch Leute fertig machst oder so. Das war die Situation, ihr sitzt im Straßenbahnwaggon oder im Bus oder im Zug oder so etwas und in irgendeinem Nebenplatz gehen irgendwelche so gesellschaftlichen normierten Vorgänge ab. Also zum Beispiel, dass Kinder immer auf diesem Platz sitzen müssen. Die müssen ja immer irgendwie sitzen, obwohl eigentlich die Kinder gar keinen Bock haben. Ist ja auch total langweilig, da zu sitzen auf dem Sitz. Die würden viel lieber im Waggon rumrennen. Meistens gefällt das auch anderen Leuten im Waggon durchaus, die da auch sitzen und total gelangweilt sind und das Kind sie anschäkert, durchaus einen Gefallen daran haben. Und die Begleitperson oder Begleitpersonen des Kindes haben meistens auch was davon, wenn das Kind mal mit anderen Leuten rummacht. Also keine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Für alle ist es besser. Und nichtsdestotrotz wird diese Situation permanent durchbrochen und die Kinder werden darauf trainiert, dass in dieser Gesellschaft zählt, was für alle scheiße ist. Jetzt einfach nur so vom Gedankenmodell, wie gesagt, nicht in jeder Situation ist das sinnvoll, muss man sensibel machen. Ihr sitzt zu zweit auf irgendeinem Platz daneben, ne? Und wir fangen einfach genau an, das nachzuspielen. Jetzt sitz ruhig! Du sollst hier nicht rumlaufen. Also allein dadurch, dass es permanent ein Echo gibt, wirst du eine massive Aufmerksamkeit in diesem Waggon erzeugen, zu was auch immer du die nutzt. Ich muss noch erzählen, weil das wirklich ein Gag ist, wo wir diese Aktionsform erfunden haben. Weil das ist so schön szeneintern, das Lästern. Das war auf dem Kempinski. Das war das G8, damals war es noch G8, Vorbereitungscamp für Heiligendamm. Im Jahr 2006, ein Jahr vorher, gab es da so ein Camp. Und da tobten die Kämpfe zwischen Antideutschen und Anti-Ims. Ist die palästinensische autoritäre Regierung oder die israelische autoritäre Regierung eigentlich die besseren. Die haben sich da echt ständig die Kante gegeben. Beide haben dann so ihre starken Männer so als anhimmelndes Objekt. Ist ja auch eine schöne identitätsschaffende Klamotte. Und dann haben sie sich da permanent bekämpft. Also unglaublich absurd. Und irgendwann, weiß ich noch, das große Versammlungszelt, standen sich die beiden Blöcke gegenüber und es wurde mobilisiert, um zu verhindern, dass es dort eine Massenschlägerei gibt. Und wir sind da auch hin, wir hatten da so eine Direct-Action-Plattform aufgebaut, haben solche Trainings gemacht und so. Und sind dann da auch hin und standen so ein bisschen daneben, da standen so diese Blöcke und haben auch überlegt, was wir jetzt machen. Also zwischen den beiden Blöcken standen schon so einige, die auseinanderhalten sollen und es war eine total angespannte Stimmung. Und zwei von uns, also ich war auch mit dabei, haben dann spontan dieses Covern quasi gemacht, indem wir uns so theatralisch geprügelt hat, Goofy ist besser, nein, Donald ist besser, halt die Klappe, Goofy ist viel besser. Und dann haben wir es auf den Boden gewühlt und alle haben erschrocken dahin geguckt. Und nach dieser Einlage sind einfach alle auseinandergegangen. Niemand hat mir irgendetwas gewagt, das ist gut, das ist böse oder so etwas, als politischen Diskurs zu fahren und alle sind einfach weggegangen. Was ist die Kritik an dieser Aktion, die ihr besprochen habt? Wichtig ist, sensibel zu sein. Du kannst Aktionen miteinander mischen. Nicht? Also du könntest jetzt wieder, wenn du zweit unterwegs bist, wäre es unter Umständen interessant, wenn eine zweite Person als verstecktes Theater sich mit da hinsetzt und dann ein Gespräch mit denen anfängt. Also über sowas nachzudenken, Aktionen zu Kunstwerken zu bauen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber ich stelle dir jetzt erstmal nur Bausteine dar. Und jede Aktion hat auch immer Gefahren und deshalb bin ich auch immer ein Freund des Missions, weil ich dann in der Lage bin, auf Dinge, die ich sehe, die sich anders entwickeln, als ich das vorüberlegt hatte, dann wieder reagieren zu können. Also nicht nur eine Aktion machen und wenn die schief geht, wissen wir nicht mehr weiter, sondern halt ein ganzes Spektrum an Sachen im Kopf haben. Also, einfach mal ein paar Bilder. Das war Kreide als Therapie, muss ich mal so sagen. Das Bild ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir hatten im vergangenen Jahr sehr viele Aktionen vor Zwangspsychiatrien in Gießen angefangen. Und dieses mit Kreide die Wut rausschreien, waren für Leute, die dort gefoltert worden und sowas, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und das hat immer sehr viel Kraft gekostet, die Menschen dazu zu bringen, sich überhaupt nochmal dahin zu wagen.
weil die eine unglaubliche Angst haben, dort einfach wieder eingekascht zu werden. Das ist ja nicht so wie Politaktivist oder Aktivistin, wenn kein Strafbefehl vorliegt, kann ich schon mal eine Aktion an Knästen machen. Bei der Zwangspsychiatrie ist das ja ein bisschen schwieriger. Die können dich tatsächlich einfach wieder einsammeln. Und da war es dann immer wichtig, dass wir quasi einmal einen geschützten Rahmen dafür aufbauen und zum anderen aber auch die Aktionsformen entwickelt haben, wo sie halt ihren Frust und ihre Wut auch mal rauslassen wollten. Und die haben wirklich das ganze Gelände da ständig vollgemalt. Das war nach dem Grenzcamp 2003 hier in Köln. Das war ja ziemlich rabiat geräumt worden. Mag ja sein, dass Leute, die ein bisschen älter sind, sich daran noch erinnern. Daran beteiligt war die Bereitschaftspolizei in Licht, das ist bei uns in der Ecke. Und da haben wir eine Gegeninspektion gemacht und mal die Polizei belagert. Und da dann auch alles vollgeschrieben. Du musst nicht nur die Erde vollmalen, sondern es kann noch filigraner werden. Es geht mir ja um die Denkfigur. Wenn du jetzt verschiedene Ideen miteinander verknüpfst, wird es ja alles noch viel besser. Nämlich die Symbolkraft im öffentlichen Raum von Verkehrsschildern. Dann sieht das so aus. Wie einfach ist das denn? Und da kannst du alles Mögliche darunter schreiben. Das gilt auch für Aufkleber zum Beispiel. Unglaublich viele Leute verkleben überall Aufkleber. Vorzugsweise auf Laternenpfähle. Vorzugsweise dort, wo gar kein Platz mehr ist und wo das schon die siebte Schicht ist und sowas. Ich habe ja im Prinzip nichts dagegen. Aber es geht schon schlauer. Symbolträchtige Orte zu finden, wo der Aufkleber wirklich auch wahrgenommen wird und hängen bleibt. Also zum Beispiel könnte man überall, wo Kameras hängen, sowas anbringen. Das sind alles so Beispiele. Oder in Kaufhäusern solche Aufkleber anbringen. Oder ich suche mir noch andere Orte, die sowieso schon von dem, was ich da tue, eine Symbolkraft hat, die ich nur umnutzen muss. Ich kann zum Beispiel auf Lichtschalter so etwas machen. Nicht, also das Wort System ist hier beliebig aus, ich, bitte Rassismus ausschalten, bitte bla bla bla, auf alle Lichtschalter. Das ist ein ganz anderer Ort, weil diese Logik des Ein- und Ausschaltens beim Licht sowieso immer da ist. Ich kann auch auf die Klospültasten irgendetwas machen, auch hier sind die Begriffe beliebig austauschbar. Mein Traum ist immer, dass mal irgendjemand Zugang zu einer Druckerei hat und einen Aufkleber entwickelt, der sowohl im Feuchten klebt, wie auch gegen Feuchtes resistent ist. Weil dann würde ich mal eine größere Aktion machen, in die Klobecken hinein einen Aufkleber anzubringen, auf Deutschland scheißen oder so etwas. Also das ist ein Aufkleber, den jede Person, die ihn sehen wird, bis ans Lebensende sich merkt. Und das ist die Idee, zu überlegen, wo entsteht der Erregungskorridor und meine Aktionen so zu fahren, dass sie einfach massive Wirkungen haben. Das geht auch, da wir jetzt hier gerade diese Cannabis-Legalisieren-Gruppe sich hier vorgestellt hat. Es gibt die Leute, die auf die Grünphase der Ampel das als Cannabis-Silhouette machen. Die Gelbe haben immer die Anti-Atom-Leute schon mal für sich erobert. Da lässt sich halt so einiges im öffentlichen Raum umbauen. Man kann mit Window-Color Wasserfest. Alles ist möglich. Also technisch geht unglaublich viel. Das sind alles nur so einzelne Sachen. Bei dem Direct Action Training würden wir im Zweifelsfall eine unglaubliche Menge von Sachen so uns zu erarbeiten, wozu wir Lust haben halt. Wo geht was? Was klebt? Auf welchem Untergrund? Welche Farbe hält am besten auf welchem Untergrund? Es gibt die absurdesten Sachen, flechte ich hier auch mal ein, über was man sich Gedanken machen kann. Ein meiner Lieblingsbeispiele auf einem solcher Direct Action Trainings hat es mal eine Arbeitsgruppe gegeben. Welchen Dünger muss ich auf Rasen aufbringen, damit sich die Farbe verändert? Und da war dann halt der Plan, dass irgendwie, man stellt sich das mal vor, ne, bei so einem Fußball-Europameisterschaft, Eröffnungsspiel oder sowas, steht plötzlich ein riesiger Schriftzug auf dem Rasen. Also es sind einfach ungemein viele Dinge, die ich mir überlegen kann und die ich gezielt in einen kommunikativen Raum setze. Darauf kommt es an. Dass ich das nicht bei mir im Vorgarten mache und dann ein Tuch noch vormache, sondern dass ich mir überlege, wie greife ich den öffentlichen Raum ein und erzeuge Kommunikation. Das ist ein Aufkleber für Spielzeug à la Ken und Barbie oder ähnliches. Also du kannst auch antisexistische Geschichten machen, Anti-Pelz-Aufkleber, ein Pelzmittel, hat es alles schon gegeben. Das sind Orte, an denen ich direkt in das Geschehen hineingehe und an der Stelle etwas erzeuge, wo es tatsächlich eine Aussage hat und hängen bleibt bei den Leuten. Und darauf kommt es an. Ich will keine Begleitfolklore sein. Das heißt nicht, ich muss gleich was kaputt machen, sondern die drei Orte sind halt die physischen Dinge, die Normen und die Diskurse. Und in die Diskurse einzugreifen, also was weiß ich, kann auch die Spieleanleitung bei Ken und Barbie verändern und sagen, eure Aufgabe ist, diese beiden Puppen so umzugestalten, dass sie nicht mehr zu unterscheiden sind. Nicht? Das wäre einfach eine neue Spielanleitung. Das war, wie wenig es eigentlich so braucht. Jetzt packe ich immer ein bisschen dazu, dass es immer ein bisschen mehr wird. Und ich fange mit den einfacheren Sachen noch an.
Also, dass wir in der Öffentlichkeit wirklich auftreten, auch gesehen werden, dass wir mit ein bisschen Materialien da rummachen, vielleicht auch mit 2, 3 Leuten oder noch ein paar mehr. Also so Sachen wie Straßentheater, ein ganz einfaches Straßentheater, was alle auch als Straßentheater sehen, oder die Variante verstecktes Theater. Das heißt, ich mache etwas, was aber gar keiner bemerkt, dass hier ein Theater abläuft, sondern es passiert etwas und die Leute glauben, das ist halt das, was so passiert. Straßenmusik ist auch mal besser als einfach nur ein Infostand und alle möglichen Verhüllungen, Transparentaktionen, alles, was es so gegeben hat. Irgendwelche Beispiele werdet ihr kennen. Das ist so eine klassische Straßentheaterformation von den Transparenten, die in den letzten Tagen hier in der Republik gehangen haben und schön groß waren. Stammt ja eins der spektakulärsten hier aus Köln. Also habe ich das gleich mal eingebaut am Kölner Dom. Das ist ein bisschen mit Materialaufwand verbunden, aber auch noch nicht mit so einem richtig hohen. Aber auch da muss ich mir die Orte suchen. Also überlegen, wo gehe ich rein? Und natürlich kann ich auch hier jetzt schon anfangen zu überlegen, wenn ich diese Kunstwerke baue, da gehe ich am Ende noch ein drauf ein, wie kann man die Sachen miteinander verbinden? Es muss nicht nur da oben dieses Transparent hängen, sondern es kann jetzt auch unten noch ein Straßentheater abgehen. Die Dinge können miteinander verbunden werden. Das war mal so eine Aktion. Die Stadt Lüneburg, die hat eine querulatorische Bürgerin, die in der Szene unter dem Namen Eichhörnchen bekannt ist. Die kann relativ gut klettern und tut das auch. Also sie macht ständig Kletteraktionen. Das hat die Stadt Lüneburg ziemlich genervt und die hat deshalb einen Paragraphen, eine Verordnung erlassen, dass man nicht mehr auf die Bäume klettern darf. Also das war tatsächlich so ein Gesetz, eine Verordnung für diese Person. Und wir haben da mal eine komplette umfassende Aktion gemacht, aber eine war die, dass wir permanent in Bäumen irgendwelche solche Sachen aufgehängt haben und die an jedem Morgen die einsammeln mussten. Die schönste Geschichte dabei war, das war gerade Weihnachten und es war der Weihnachtsbaum, also ein riesiger Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt in Lüneburg und wir sind da permanent hochgeklettert mit allen möglichen Regeln der Kunst. Der wurde hinterher richtig bewacht. Ich kann mich doch erinnern, dass ich ein Pärchen gespielt habe, also noch mit jemand anders zusammen, so ein besoffenes Pärchen. Und wir kamen zu spät auf den Weihnachtsmarkt und wollten trotzdem Karussell fahren, aber das war schon zu. Und die ganzen Securities mussten deshalb zu uns hin und uns da wegscheuchen. Und als sie wieder kamen, hing wieder oben auf dem Weihnachtsbaum ein Transparent. Und sie wussten, dass wahrscheinlich dieses besoffene Pärchen gar kein besoffenes Pärchen war. Das Schöne war, wäre es zu einer Anzeige gekommen bei dem Weihnachtsbaum, das hätte uns noch gefallen, weil die Verordnung ja sagt, man darf nicht auf Bäume klettern. Ist aber ein Baum, den man fällt und dann wieder aufstellt als Stück Holz, eigentlich ein Baum oder ein Möbelstück. Das wäre auch noch ein interessanter Gerichtsprozess geworden, ob ein Weihnachtsbaum eigentlich ein Baum oder ein Möbelstück ist. Aber es war so, das haben wir 2, 3 Tage gemacht und danach hat die nie wieder Probleme gehabt. Also diese Verordnung ist einfach vom Tisch. Das reicht. In dem Moment, wo ich eine so souveräne Reaktion zeige, haben die keinen Bock mehr drauf. Die wollen uns einschüchtern. Und wenn das nicht funktioniert, wenn wir zeigen, wir werden nicht mehr ohnmächtig sein, wir wissen jetzt genug, wie wir damit umgehen. Das ist auch was klassisch Plakatives, das ist vom Bombodrom, das war mal so ein Bombenabwurfplatz, der geplant war. Da hatten diese Farbe Pink ins Spiel gebracht von den Bürgerinitiativen. Und hatten unter anderem diesen alten Überwachungstower immer komplett und verschiedene andere Sachen auch pink angemalt. Auch das sind nach außen wirkende Aktionen. Oder hier, das ist eine Polizeipresseinfo. Das habe ich nicht selber fotografiert, aber ich fand das auch sehr schön. Also zum Zwecke der Verkehrsberuhigung haben da irgendwelche Leute einfach mal einen Zebrastreifen aufgemalt. Das sind einfach öffentliche Aktionen, die eine erhebliche Wirkung haben. Ich bin nicht mehr in meinem Kleingarten oder in meinem Infoladen oder so etwas, hänge ich da nicht mehr rum, sondern ich mache die Dinge da draußen. Gut, das ist auch noch alles ganz harmlos. Packen wir mal etwas dazu, was ein bisschen ungewöhnlicher ist. Eine meiner Lieblingssportarten im politischen Protest ist die Subversion. Mensch kann nämlich auf 3 verschiedene Varianten öffentliche Wirkung erzeugen. Einmal normal, also ganz üblich, so wie die Beispiele, die ich bisher gezeigt habe. Man merkt, du machst politischen Protest oder als verstecktes Theater, aber ich spiele auf jeden Fall die Rolle, die ich haben will. Ganz normal, mit meinen eigenen Mitteln. Die zweite Variante ist die, nicht alles selber erfinden, sondern die Dinge anderer umnutzen. Das ist jetzt schon in diese Richtung Subversion, was ich mal so übersetze mit japanische Kampfkunst in der Politik. Ich baue nicht mehr selber eine Stärke auf, sondern ich nutze die Stärke des Gegners. Da hängen also lauter sexistische Plakate und ich mache jetzt nicht eigene Plakate gegen Sexismus, sondern ich wandle diese Plakate so um, dass sie eine Aussage gegen Sexismus enthalten. Wahlplakate, ne?
fantastisch einfach, wenn da die Leute die ganze Stadt vollhängen mit Plakaten und wir nicht mehr selber Plakatständer hinhängen müssen. Das erleichtert einem ja einiges, egal ob man jetzt zu Konzerten einlädt oder ob du eine politische Botschaft rüberbringen willst. Oder ich nutze das Demorecht, ich will da irgendwo durchmarschieren und ich melde das als Demo an. Ich benutze Vorhandenes, ich benutze das Recht, ich benutze die Plakate, ich benutze die Verkehrsschilder oder was auch immer. Das wäre schon mal eine Form der Subversion. Das lässt sich aber noch steigern. Denn ich kann das auch so nutzen, dass ich das nicht einfach für irgendetwas benutze, sondern daraus jetzt selber noch eine Kommunikation mache. Zum Beispiel, indem ich etwas überspitze. Meinetwegen ein Wahlplakat der CDU hängt da oder der SPD oder irgendwelche anderen schrecklichen Einrichtungen dieser Republik. Und darin befindet sich bereits ein Inhalt, den ich daneben finde. Und dann kann ich den halt noch zuspitzen. Ich kann auf einer Wahlveranstaltung jubeln an den falschen Stellen oder kann quasi das noch schlimmer rufen, was die schon fordern. Also das heißt, ich überspitze das. Wir haben zum Beispiel irgendwann mal bei der EU-Wahl 2004 ein Straßentheater gemacht für mehr Krieg in Deutschland und sind von einem Parteistand zum anderen gezogen und haben immer dazu aufgerufen, diese Partei zu wählen, weil die auch mehr Krieg will. Das waren ja letztendlich alle. So, und das haben wir dann da so gemacht und haben immer aus deren Wahlprogramm zitiert und gesagt, super, ja, da gibt es mehr Bomben und dies und jenes, wunderbar. Aber das ist noch nicht die Krönung. Die Krönung ist die dritte Variante. Wobei alle drei ja gehen. Ne? Das ist ja nicht alternativ, sondern ich kann alle drei spielen. Die dritte Variante und die höchste Kunst der Subversion ist, ich nutze nicht mehr meinen Gegner, ich bin mein Gegner. Wenn ich mich also anlege, hier meinetwegen, hier, wir haben heute viel gehört so von Wohnungsnot und dies und jenes, da gibt es ja wahrscheinlich irgendwelche Gegenplayer, irgendwelche Wohnbaugesellschaften oder irgendwelche dafür zuständigen Dezernenten oder weiß der Henker, das weiß ich nicht, komme nicht aus Köln. Wenn wir da Gegenspieler haben, irgendeine Wohnbaugenossenschaft oder sowas hier, die in der Gentrifizierung oder sowas mit dabei sind, jetzt kann ich gegen die was machen, ich kann deren Plakate nutzen, ich kann deren Versammlung nutzen, aber ich kann auch als die mitspielen. Das heißt also, ich verteile einen Flyer in irgendeinem Quartier, meinen eigenen erstmal, und jetzt reagiert die Wohnbau darauf und kotzt darüber ab und sagt, das muss aber sein, Gentrifizierung ist wichtig, wir wollen nicht mehr diese ganz Niedrigverdiener in Köln haben, wir brauchen die Leistungsträger der Gesellschaft und so weiter. Übertreibt alles, verteilt das auf deren Briefpapier in Briefkästen. So dumm sind die natürlich nicht und machen das wirklich. Also werden wir das tun müssen. Wir nehmen als unsere Gegner in der Auseinandersetzung teil. Oder an einem ganz anderen Beispiel. Drei Reihen Polizei stehen da und wir wollen da durch. Jetzt kenne ich tatsächlich ganz viele linke Zusammenhänge, die machen Liegestützen, um da durchzukommen. Aber es ist viel schlauer, den Kopf zu trainieren, wie ich da durchkomme. Das Top-Mittel, durch eine beliebig dicke Polizeikette zu kommen, ist eine Polizeiuniform. Das ist todsicher. Organisiert euch eine Polizeiuniform und geht damit durch. Oder meinetwegen eine Postuniform. Das ist übrigens auch sehr schlau, sich so zu organisieren, dass man in so einer Stadt wie Köln auch jederzeit an sowas zugreifen kann. Deshalb bin ich ein Fan dieser offenen Aktionsplattform. Wir haben hier im Kreis Gießen diese Projektwerkstatt. Da hast du das alles. Das sind permanent zugängliche Räume. Da sind solche Uniformen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein NPD-Bundesparteitag und ich will einfach deren Parteitag beenden, dann ziehe ich mir eine Postuniform an, verpacke ein schönes DHL-Paket, wo ich meine Stinkeflüssigkeit drin habe, und bringe dieses Paket in einer Postuniform an den NPD-Parteitag. Mit filigraner Sabotage kriege ich das noch in das Belüftungssystem dann hinterher eingefüllt. Aber ich bleibe erstmal dabei, Subversion, das ist Subversion. Und da gibt es unglaubliche Möglichkeiten, was alles auf dieser Welt veränderbar ist für uns. Und das will ich auch mal an einigen Beispielen machen. Vor allem den kleinen Beispielen, aber es gibt auch wirklich riesengroße Aktionen, die brauchen ein bisschen mehr Vorbereitung. Also Titanic hat sowas ab und zu mal durchgeführt, nicht? Wenn man sich das überlegt. Jetzt ist es ja wieder in aller Munde, der Kauf der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Manche können sich vielleicht noch erinnern, dass die Titanic da ja mitgespielt hat und als Deutscher Fußballbund die stimmberechtigten Leute der anderen Fußballverbände angerufen hat und Bestechungsversuche gemacht hat. Kann durchaus sein, dass dies waren. Also die weltweit bekannteste Truppe, vielleicht nicht die beste, aber es ist ja erstmal auch nur, was in den westlichen Industrienationen abgeht, kommt dann in die Kinos, sind halt die Yes Men. Das ist schon so ein Format, die bereiten so manche Aktionen 2 Jahre vor, aber dann sagen sie auch ganze Welthandelsorganisationstreffen ab. Oder hier in Deutschland seit einigen Monaten, finde ich relativ clever, in Berlin vor allen Dingen das Peng-Kollektiv,
die so einige Sachen gemacht haben, die ja schon mal diese Vattenfall-Pressekonferenz gemacht haben und den Braunkohleausstieg verkündet haben. Also da brauchst du ein bisschen mehr Vorbereitung, aber das geht auch im ganz Kleinen. Und im ganz Kleinen heißt es für uns wieder, jeden Tag, überall, jederzeit, wenn wir das Prinzip begriffen haben. Ich will mal einfach ein paar Beispiele machen. Fangen wir an mit diesem, das Vorhandene, das ist jetzt keine Subversion. Mensch sieht, dass es verändert worden ist. Ich finde das aber einen der gelungensten Aufkleber, den wir jemals produziert haben. Weil er verändert den Spruch gar nicht mehr, sondern es ist quasi der Klassiker. Wir benutzen die Aussage, bringen aber nur einen Dreh rein, dass die unveränderte Aussage gegen sich selbst spricht. Du kannst es auch verändern. Also denkt euch mal diese Grinsefresse weg. Aktionstechnisch würde ich sogar sagen, hätte man die weglassen sollen, denn das hier wäre den SPDlern nie aufgefallen, dass sich das Plakat überhaupt verändert hat. Das kannst du machen, du misst das aus, die Schrift, und baust mit gleicher Schrift einfach das über. Und da stand natürlich für ein modernes Land vorher, aber es steht da halt jetzt nicht mehr. Und ähnlich filigran, dieses Plakat, damals hieß es noch PDS, eigentlich stand dort, Arbeit soll das Land regieren. Das war mal so ein absurder Wahlkampf, wo alle der Meinung waren, dass Arbeit das Geilste auf der Welt ist. Die SPD, finde ich, hatte das geilste Wahlplakat, da stand, Deutschland hat viele schöne Plätze, die schönsten aber sind Arbeitsplätze. Das ist ja so ein bisschen antinational, das Plakat, nicht? Also ein Land, was nichts Besseres hat als Arbeitsplätze, ist eine ziemlich trostlose Einrichtung. Also hier stand mal, Arbeit soll das Land regieren, aber das ist kaum zu erkennen, dass das hier überhaupt verändert worden ist. So, jetzt springen wir in den Subversionsbereich. Das heißt, wir spielen auf der anderen Seite mit. Das ist mal ein Flyer von Attac gewesen. Damit kannst du jetzt in die Lidls reingehen, vorne in die Auslagen. Das ist jetzt einige Jahre alt. Ich weiß nicht, ob deren Werbedinger jetzt noch so aussehen. Aber damals sahen sie so aus. Und du tauschst halt deren Werbeauslagen gegen die aus. Und hier steht jetzt, warum die Sachen so billig sind. Nämlich, wer wird dafür ausgebeutet? Wie sind die Anbausysteme und so weiter und so fort. Dann nehmen sich die Leute das Ding mit. Oder weiteres Beispiel, das stammt aus dieser Aktion auch in Lüneburg, von der hatte ich schon berichtet. Da hat das Ordnungsamt dann einen Brief rumgeschickt an alle Leute, dass sie aufpassen sollen, dass ihre Katzen nicht auf Bäume klettern, weil dann müsste eventuell ein Mensch hinterher klettern und die wieder bergen. Und das wäre ja verboten und würde eine Strafe kosten. Und deshalb bitte die Katzen im Haus halten. Natürlich kam das nicht wirklich vom Ordnungsamt, sondern es haben irgendwelche unbekannten Leute halt da so eingeworfen im Rahmen dieser Aktionstage. Das hier müsst ihr euch in Farbe vorstellen. Habe ich noch nicht in Farbe gehabt, das war in Göttingen. Einige werden sich erinnern, dass vor kurzem die Praxisgebühr abgeschafft wurde. Die wurde auch irgendwann mal eingeführt. Das war 2004. Und die Göttinger Krankenkassen haben dann an alle Leute einen Brief verteilt, dass in Göttingen die Krankenkassen der Auffassung sind, dass diese 10 Euro Praxisgebühr scheiße ist. Also sie konnten sich da in der Bundesauseinandersetzung nicht durchsetzen. Aber sie wollen solidarisch sein mit ihren Patienten und in Göttingen zahlen sie die zurück. Und deshalb gab es hier einen Ort und Zeit, wo die Leute hingehen konnten und sich ihre 10 Euro wieder zurückholen konnten. Das ist eine Titanic-Aktion, die eine, die ich dann doch nochmal erwähne, auch das ist relativ aufwendig gewesen, ist schon ein bisschen her. Der politische Kontext ist nicht mehr für alle sicher nachvollziehbar, die Partei kennen auch vielleicht nicht mehr alle. FDP war mal nie was Größeres, aber mal was Wichtigeres in diesem Land. Das war in einem Wahlkampf noch, wo die einen Fallschirmspringer mehr hatten, der mit mindestens ansatzweise antisemitischen Sprüchen immer wieder auffällig wurde. Und deshalb hat die Bundeswahlkampfzentrale der jungen Liberalen, also der Nachwuchsorganisation, angerufen beim FDP-Kreisverband Eisenach und hat gesagt, sie würden mit ihrem Guido Mobil vorbeikommen und haben dann einen Infostand gemacht mit dem FDP-Kreisverband in diesem Wahlkampf. Und das ist ja der Kreisvorsitzende von der FDP. Die haben das alle so mitgemacht. Und haben einen ganzen Tag Wahlkampf gemacht mit diesem vermeintlichen bundesjungliberalen Wahlkampfteam. Mit so, also damit wir diese noch etwas deutlicher sehen, hier nochmal. Judenfrei und Spaß dabei. Und die haben es nicht gecheckt. Die haben das den ganzen Tag gemacht mit denen, ne? Das war unheimlich peinlich. Dieser Kreisvorsitzende war so uncool, dass er hinterher auch noch eine Strafanzeige gegen Martin Sonneborn und seine Leute gemacht hat. Das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Ne? Also wenn er ein bisschen souverän wäre, hätte er die eingeladen und denen einen Preis verliehen für die gute Idee oder sowas. Das wäre souverän gewesen. Aber
wir sind echt häufig sehr, sehr unsouverän bei politischen Aktionen in der Ohnmachtsposition. Und ein bisschen Schadenfreude darf uns gerne dann auch mal aufkommen, wenn wir merken, dass wir mit unseren Aktionen die anderen in genau dieser Situation bringen. Und wenn die dann zerknirscht reagieren und sagen, dann ist es eigentlich richtig, dann wissen wir, dass wir was richtig gemacht haben. Das war eine ganze Aktionsserie rund um das Bombodrom, ist also auch schon ein bisschen her, inzwischen ist der Fall ja gestorben. Dort hat es auch mal ein Direct-Action-Training gegeben und die Konsequenz war, dass dort eine ganze Serie von Aktionen lief, unter anderem zur Kommunikationsguerilla, und zwar eine der wunderschönsten Formen von Subversion ist, spielt nicht nur eure Gegengruppen, sondern gründet auch den Lobbyverband der anderen Seite. Das ist total spannend. Also hier jetzt meinetwegen, wir haben über diese Wohnungsnot hier geredet, gründet selber eine Gruppe, die auf der Seite derer mitspielt, die gentrifizieren wollen. Und haut als diese Presseinfos raus, nehmt als diese an deren Tagungen teil. Das ist eine wunderbare Strategie, um die ständig lächerlich zu machen, weil ständig der Eindruck entsteht, dass das, was wir dort verkünden, deren Position ist. So wurde dort als Pro-Bombodrom, also dieser Pro-Einbombenabwurfplatz, die dörfliche Initiative für Heide und Sicherheit gegründet. Die hat dann ein Flugblatt rund um diesen Truppenübungsplatz verteilt mit Texten der rot-grünen Bundesregierung. Die war damals halt an der Macht. Ausschließlich Texte der rot-grünen Bundesregierung standen auf diesen Flyern drauf. Aber die entwickelte ein Emblem in Reih und Glied für unser Heimatweg und diese Schrift ist in Fraktur. Das hat dazu geführt, dass alle gedacht haben, dass es sich dabei um eine rechtsradikale Gruppe handelt. Niemandem ist aufgefallen, dass das halt rot-grüne Texte sind, die hier als rechtsradikal wahrgenommen wurden. Und wir wissen, dass nachdem diese Gruppe dort anfing zu agieren, der Spiegel eine Anfrage beim Bundesamt für Verfassungsschutz gestellt hat, ob diese Gruppe dort bekannt ist. War sie natürlich nicht. Und dann setzte diese Gruppe eine Demo an für das Bombodrom. Das war total lustig, weil eine Hundertschaft kam, um die Ausschreitung zwischen Linken und Rechten. Da lief halt noch so ein Aktionscamp der Bombodrom-Gegnerinnen und Gegner. Und jetzt hatte diese dörfliche Initiative für Heide und Sicherheit eine Demo pro Bombodrom angesetzt. Und jetzt kam eine Hundertschaft von Bereitschaftspolizei, um diese Ausschreitung zu verhindern. Das war natürlich total schön schon. Und dann entwickelte sich diese Situation total spannend. Wir hatten uns das so ein bisschen aufgeteilt. Also wir waren natürlich unsere eigene Gegengruppe. Und wir sahen total skurril aus. So irgendwelche Leute so frisch aus Afghanistan mit noch blutenden Wunden und so. Und dann sind wir da rumgezogen. Ich hatte auch eine Rolle, nämlich ich war der Sprecher der Leserinitiative Pro Europa der Frankfurter Rundschau. Die deutschen Leitmedien haben damals während des Irakkriegs diese ganze Old Europe statt, also dieses Europa ist so viel toller als die USA, gespielt, diese Melodie. Das habe ich halt da so rausgekehrt. Meine Aufgabe war, die Pressevertreter, die da kamen, mit einer Pressemappe zu versorgen. Das habe ich dann auch immer gemacht und die Pressevertreter waren aber not amused, also die fanden das nicht witzig, sondern haben mir gedacht, was soll der Scheiß, wer ist das hier wirklich, sagen Sie uns das mal. Und ich immer, wieso denn, also wir erklären das doch hier, nehmen Sie die Pressemappe, da wird das doch alles erklärt, wir sind, und dann erzähle ich dir und die dann meinte, das stimmt doch alles gar nicht, wer sind Sie wirklich? Und ich dann immer so einen auf doof gemacht und habe ihnen diese Pressemappe gegeben und dann sind diese Pressevertreter abgezogen, sind wutentbrannt gegangen mit dieser Mappe. Da waren die Redetexte von der Demo drin, die die Leute halten würden. So, und dann haben sie also die Demo nicht mehr mitgekriegt. Die sah dann so aus. Da sind wir halt so durch die Gegend gezogen. Und der eindeutige Höhepunkt der Demo war Kriemhilde Ürgelgül. Die sehen wir hier. Das ist Kriemhilde Ürgelgül. Die hält eine Rede darüber, dass das Militär total geil war, also total patriarchal überzeichnet. Also sie hat das dann immer so gesagt, wir Frauen, wir können uns so freuen, dass unsere Männer so viel Kriege machen, weil in der Rüstungsindustrie wird alles Wichtige erfunden. Alle Haushaltsgegenstände, die wir Frauen in unseren Küchen einsetzen, die war irgendwie vom Deutschen Jungmädel- und Hausfrauenbund. Und dann hat sie aus ihrer Handtasche ein Bügeleisen gezogen. Und gesagt, das haben die tollen Männer als Hieb- und Stichwaffe für ihre Kriege entwickelt. Und irgendwann mal bemerkt, wenn man es heiß macht, dann ist es doch viel besser. Aber die Männer, nun immer kriegen sie es auch nicht hin, dann ist auch mal kein Krieg. Und dann sitzen die gelangweilt rum und da haben wir Frauen bemerkt, dass man damit bügeln kann. Ja, die Pressevertreter hatten ja diese Pressewampe mit den Redetexten. Am nächsten Tag, der große Artikel in der Zeitung sah so aus. Küchentechnik dank Militärs. Und dieser Redakteur, der hat sich noch so als toller Hecht inszeniert, hat dann eine Recherche gemacht, wer eigentlich dahinter steht.
und schreibt dann hier in diesem Text, dass er mit drei Leuten geredet hat, um das zu recherchieren. Einmal zitiert er hier Kriemhilde Ürgelgü mit der Rede, tut so, als wenn er dabei gewesen ist. Dann hat er heimlich mit einer Mitdemonstrantin geredet und die mal so ein bisschen ausgehorcht und hat in dem eigentlichen Bombodrom Gegnerinnencamp angerufen und dort mit der Pressesprecherin darüber geredet, was das denn für eine Gruppe ist. Und was er wahrscheinlich bis heute nicht weiß, in allen drei Fällen hat er mit der gleichen Person geredet. Also, das ist Kommunikationsguerilla. Kommunikationsguerilla ist eine politische Sportart, bei der wir faktisch keine Gegner haben. Weil die andere Seite probiert das zwar mitunter auch, aber wenn das bei denen auffliegt, dann haben die echt ein Problem. Wenn es bei uns auffliegt, haben wir regelmäßig kein Problem. Weil das gilt allgemein als hehehehehe, das haben die aber gut gemacht. Also, weil das ist so David gegen Goliath, das ist die klassische Kampftechnik des David gegen Goliath. Und subversiv zu denken heißt, völlig neue Freiräume in meinem Kopf zu schaffen. Ein sexistisches Plakat ist für mich das Plakat, was ich jetzt so verändere, dass es sich gegen sich wendet. Die rassistische Polizeikontrolle ist für mich der Ort, an dem ich gegen rassistische Polizei etwas machen kann. Das heißt, ich betrachte die Dinge plötzlich genau umgekehrt, als so, wie sie auf mich eigentlich wirken sollen. Ein Gerichtsprozess ist meine Bühne. Eine Verhaftung ist mein Straßentheater. Also ich baue prinzipiell die Sachen um. Wenn ich das gut hinkriege, dann schaffe ich das auch tatsächlich, in den meisten Fällen das so zu wenden, sicherlich nicht immer. Aber ihr werdet sehen, das steigert die Lebenslust. Wir sind einfach nicht mehr auf der Verliererseite. Das hier ist auch noch so eine Kommunikationsguerilla, wieder beim Bombodrom. Also ist jetzt nicht dieselbe Demo, sondern Herr Struck, der war halt damals Verteidigungsminister, hatte nach diesen ganzen Auseinandersetzungen irgendwann aufgegeben und hat dann alle Anwohnerinnen und Anwohner dieses Schreiben verteilen lassen mit einem Ansprechpartner vom Flieger Horst Wahn. Und in dem wurde dann bekannt gegeben, dass dieser Truppenübungsplatz nicht in Betrieb genommen wird, aber die Bundeswehr sei ja klamm wegen der vielen Kriege. Und sie könnten sich das leider nicht leisten, die Sachen da abzubauen, die Schilder und so weiter und so fort. Und deshalb würde er den Leuten Gelegenheit geben, bis zu irgendeinem bestimmten Termin, ich weiß nicht mehr welcher das war, sich selber dorthin zu gehen und die Schilder und Zäune und so alle abzubauen. Das hat eine gigantische Reaktion gegeben von Seiten der Repressionsbehörden, Hausdurchsuchungen, Festnahmen und sowas wegen diesem Schreiben. Das ist Kontrollverlust für die. Also die merken plötzlich, dass ihnen da etwas entgleitet. Demos und so, das haben sie einigermaßen im Griff, das trainieren die in ihren Polizeikasernen. Meistens haben sie uns da im Griff. Hier haben die gar nichts mehr im Griff. Also wir spielen sogar auf deren Seite noch. Theoretisch könntet ihr, das ist dann die Kunst der Kommunikationsguerilla. Struck verteilt dann vielleicht auch nochmal einen Zettel an alle Leute und beschwert sich jämmerlich, was für eine unverschämte Sache das gewesen sei, seine Unterschrift zu fälschen und so weiter und so fort. Und wenn ihr gut seid, fälscht ihr diesen Jammerbrief auch noch. Okay, mehr draus machen. Sabotage. Auch da wähle ich jetzt nicht tausende von Varianten, wie kann ich Stinkeflüssigkeit machen, wie kriege ich da was rein, wie funktionieren Bewegungsmelder, wie kriege ich Schlösser auf und so weiter und so fort, also was es da für Möglichkeiten gibt. Mir ist zunächst einmal ein anderer Gedanke wichtig bei der Frage von Militanz und Sabotage. In der Regel erzeugen solche Sachen, wenn irgendwas kaputt geht oder brennt oder weiß ich was, viel Erregung und haben oft eine sehr direkte Wirkung. Ein Panzer, der kaputt ist, ist im Krieg halt nicht mehr zu gebrauchen. Das ist eine sehr direkte Wirkung. Über solche Aktionen wird aber viel geredet. Und ich habe mit den Debatten, die da in Bewegung laufen, immer so meine Probleme, über was da eigentlich geredet wird. Denn hoch selten wird über die Qualität von Aktionen geredet. Welche Wirkung erzeugen wir? Sind die Aktionen kommunikativ angelegt? Transportieren wir einen emanzipatorischen Inhalt? Transportieren wir überhaupt Inhalt? Also wenn ich da so denke, wenn ich die Interim zum Beispiel lese, manche werden die vielleicht sehen, so ein autonomes Schulterklopfblatt, was in Berlin gemacht wird. Ne? Da schicken alle Leute was hin und sagen, wir haben in der Nacht von so und so vielen an der S-Bahn hintersten Station, als der letzte Zug schon gefahren ist, heldenhaft einen Fahrkartenautomaten zusammengetreten. Da frage ich mich, was vermittelt das eigentlich so gerade? Gut, man fühlt sich vielleicht auch mal gut und hat seinen Frust aus der Schule abreagiert. Aber wahrscheinlich wird niemand, der diesen kaputten Automaten sieht, wissen, warum das eigentlich passiert ist. Deshalb ist es bei Sabotage besonders wichtig, auf diesen Vermittlungsgedanken zu achten. Denn diese Sabotage
hat ja immer ein Problem mehr. Ich kann mich eigentlich nicht dahinstellen und erklären, warum ich das gerade mache. Sondern in der Regel will ich, wenn es auffällt, nicht mehr dabei sein. Und es soll auch niemand merken, dass ich das war. Das erzeugt erhöhte Ansprüche an die Vermittlung und an die Qualität der Aktion. Was ich hingegen nicht entscheidend finde, sind irgendwelche dogmatischen Fragen, ob irgendwas mit Gewalt zu tun hat oder nicht. Ich bin über die meisten Aktionen, die als gewalttätig gelten, relativ enttäuscht. Aber nicht, weil sie gewalttätig sind, sondern weil sie so blöd sind. Ich habe so gut wie nie intelligente Steinwürfe gesehen. Das liegt aber nicht daran, dass der Steinwurf per se immer falsch sein muss. Sondern es ist klar erkennbar, dass die meisten Leute, die mit Steinen werfen, in diese Situation hineinkommen, unvorbereitet und aus einer Ohnmachtssituation heraus spontan Steine werfen und im schlimmsten Fall häufig genug ja die eigenen Leute treffen, auf jeden Fall regelmäßig nicht irgendwie wissen, was sie jetzt eigentlich angreifen wollen, sondern auf das werfen, was da gerade ist. Das wäre ganz anders, wenn ich mal denke an diese letzte große Debatte, die es in Deutschland da gab, auch wie der G8-Gipfel in Rostock damals. Da sind ja 150 eigene Leute getroffen worden von Steinen. Also weiß ich aus den Aussagen der eigenen Sanitäter, nicht jetzt irgendwelche Polizeistatistiken und sowas, das ist ja scheißegal. Wenn es dort so gewesen wäre, dass Leute sich vorbereitet hätten und hätten gesagt, also wir sind auch welche, die Steine werfen. Ich bleibe mal bei diesem Thema, obwohl bei Steine werfen es gar nicht so einfach ist, eine kreativ intelligente Aktion zu machen. Aber ich will das nicht ausschließen. Wenn die sich überlegt hätten, wenn es so eine Situation kommt, dann hat man einen Stadtplan dabei, dann gibt es diese 5 oder 6 Einrichtungen in Rostock, dann sausen wir dahin durch die Nebengassen und machen die platt. Irgendeine Militäreinrichtung, die Abschiebebehörde und so weiter. Das hätte ja noch was gehabt. Aber nein, nichts dergleichen ist passiert. Das heißt, das Problem ist die fehlende Qualität und nicht die Frage, ob etwas gewaltfrei oder nicht gewaltfrei ist. Die meisten gewaltfreien Aktionen finde ich auch total öde, langweilig, transportieren überhaupt nichts, sind reine Begleitfolklore des Unabwendbaren. Und daraus muss man rauskommen. Nützlich dafür ist auf jeden Fall, sich Techniken anzueignen. Und dafür ist auch nützlich, unterschiedlich zu sein. Also ich liebe solche Gruppen, wo nicht alle solche gruppenidentitären Krempel machen und alle müssen das Gleiche lernen. Nein, das ist gar nicht nötig. Wenn ihr eine Aktionsgruppe von 5, 6 Leuten wart, und ich war in meinem Leben sehr, sehr selten in größeren Runden unterwegs, dann reicht, wenn eine Person Schlösser öffnen kann und die andere sich auskennt mit Stinkeflüssigkeit anmixen. Dürfen auch mal 2 sein, das ist egal, wie die Leute halt Lust haben. Je unterschiedlicher ihr seid, desto besser. Liebt die Unterschiede. Weil dann entstehen handlungsfähige Gruppen. Und wenn Leute halt echt auch Lust haben, Techniken anzueignen, bei dem Training werden wir es ein bisschen anfangen, aber man kann natürlich nicht alles üben, bis man Schlösser öffnen kann, muss man schon ein bisschen üben. Aber diese Dinge halt zu wissen oder wie mixe ich irgendwelche Stinkeflüssigkeiten. Nur mal so ein Beispiel, stellt euch vor, wir wären jetzt hier die NPD und würden gerade eine Versammlung abhalten. Oder beziehungsweise wir würden das planen und am Nachmittag vorher oder in der Nacht davor würden Leute denken, wir wollen halt diese Versammlung verhindern. Jetzt kommt man hier aber nicht so ohne weiteres rein, ist abgeschlossen. Ich kann natürlich das Fenster kaputt machen, dann Stinkeflüssigkeit da durchwerfen. Das ist ziemlich auffällig. Was war das? Ein Quantensprung, als wir erkannten, das alles gar nicht nötig. Und uns mal damit auseinandergesetzt haben, wie eigentlich so Fenster aufgebaut sind. Und das ist total einfach. Du gehst an so eine Außenfassade ran, vielleicht zu zweit. Eine Person meinetwegen macht so einen Stadtplan auf, guckt so auf diesen Stadtplan. Dann ist das so ein bisschen abgeschirmt, das reicht in der Regel. Die andere Person hat einen Akkubohrer dabei. Da lohnt es sich dann auch mal einen richtig teuren Bohrer zu kaufen oder zu klauen, also einen Titanbohrer oder was auch immer. Und bohrt durch den Fensterrahmen, weit genug ab von der Fensterscheibe, damit die nicht berührt wird, einfach ein Loch durch den Fensterrahmen. Wenn es ein Holzrahmen ist, ist jetzt schon alles vorbei. Das reicht. Das ist so eine Röhre. Wenn es ein Plastik- oder ein Metallrahmen ist, dann müsst ihr das Loch etwas größer bohren und eine Hülse reinstecken, weil da drin halt sind halt Hohlräume. Und jetzt habt ihr eure Stinkeflüssigkeit, meinetwegen in so einem Marmeladenglas angesetzt, habt eine Spritze dabei, vorne ohne die Kanüle, die laufen vorne so ein bisschen konisch zu. Dieser Bohrer muss genau die Größe haben, so ungefähr mit, die mittlere Größe von dem Umfang von der Spritzendüse vorne und drückt die Spritze rauf. Und das Geile ist, durch diesen Kanal gibt es eine Beschleunigung wie einem Gewehr, dass du eine Reichweite von bis zu 10 Metern hast. Du verteilst also in dem kompletten Raum Büroräume, Sessel, Tastaturen, das ist alles nur noch Schrott wert. Keine Aktion ist per se gut oder schlecht. Na, also ich kann das noch etwas zuspitzen. Für manche Sachen mögen auch Molotow-Cocktails passend sein.
Und es ist schon die ein oder andere Sache abgebrannt. Das fand ich persönlich ganz nützlich. Andere finden das vielleicht nicht so nützlich. Dann würde ich immer sagen, ob Menschen jemals einen Molotow-Cocktail werfen, also auch einen Brandanschlag machen wollen oder nicht, das müssen sie immer selber entscheiden. Das kann man nicht hier. Man kann nicht hier entscheiden, ob eine Aktion sinnvoll ist oder nicht. Das ist immer kontextabhängig. Ich bin noch anders drauf, vielleicht morgens und abends, vor dem Kaffee, nach dem Kaffee, am Montag anders als am Freitag. Das heißt, was gerade passt, ist von der Situation, meiner Performance, der Gruppe, mit der ich das mache, abhängig. Es wäre aber schon sinnvoll, wenn Menschen es könnten, weil nur dann kann ich mich entscheiden, ob ich es tue oder nicht. Das heißt, es ist durchaus auch nützlich, wenn irgendjemand weiß, wie das mit den Molotow-Cocktails geht. Weil dann kann ich frei entscheiden, Freiheit ist die Auswahl aus Möglichkeiten, ob ich das mache oder nicht. Und wenn ich mich dann dagegen entscheide, war es nicht aus Unfähigkeit, sondern aus meinem freien Willen. Und das finde ich halt gut. Und wenn es dann doch irgendwann mal nützlich ist, dann sollte ich es auch können. Aber wann was nützlich ist, das lässt sich nicht hier entscheiden. Ne? Aber wie oft haben schon irgendwelche Antifas vor einem NPD-Bundesparteitag gestanden und gerufen, haut ab! Ist also offensichtlich, dass sich Tausende von Menschen permanent wünschen, dass der Parteitag nicht stattfindet. Und wir es so gut wie nie hinkriegen. Vor dem Hintergrund finde ich es dann ja schon erstmal so auch ganz nützlich, dass wir eben aus unserer Ohnmacht rauskommen und solche Techniken kennen. Besetzen und blockieren. Ich habe vor einigen Jahren sehr viel gegen die Agrogentechnik gemacht. Wenn wir dort Felder besetzt haben, wenn wir uns einfach hingesetzt hätten, die hätten uns einfach runtergeräumt und dann wäre die Aussaat gekommen. Aber wir haben uns damit unterschiedlichsten Sachen angekettet, Betonblöcke entwickelt, wirklich ungemein komplizierte Sachen uns ausgedacht, damit die uns da nicht runterkriegen. Und das hat am Ende dazu geführt, dass es diese Technik in Deutschland da draußen nicht mehr gibt. Das ist ja immerhin schon mal was. Also meines Erachtens ist das nützlich und wenn ich solche Sachen mache, auch darüber nachzudenken, wie vermeide ich Spuren, wodurch entstehen eigentlich Spuren, sich dieses Wissen anzueignen, können wir alles bei dem Training auch machen. Was führt eigentlich dazu, dass ich meinetwegen von Hunden nicht verfolgt werden kann, sich alle diese Überlegungen machen, wenn ich solche Aktionen machen will. Das Problem dabei ist, die Vermittlung muss indirekt erfolgen in der Regel, weil ich mich nicht dahin stellen kann und sagen kann, ich war es und zwar deshalb. Das kann einerseits direkt erfolgen, Bekennerinnen schreiben, Graffitis dahin sprühen, wo ich die Aktion mache, aber ich habe es dann trotzdem nicht im Griff. Es kann sein, dass das irgendwo ist und keiner kriegt es mit und die Bild-Zeitung schreibt Vandalismus. Dann ärgere ich mich, weil der Hauptzweck ja nicht ist, dass da was kaputt geht, weil das können die nachbauen, sondern der Hauptzweck ist, dass das einen Erregungskorridor aufmacht, in der Debatte stattfindet. Von daher macht es bei Sabotage besonders viel Sinn, das zu Kunstwerken zu verknüpfen mit anderen Aktionsformen. Also zum Beispiel Subversion. Wenn irgendetwas kaputt geht, der Bundeswehr, kann die Bundeswehr hinter sich darüber beklagen. Oder mal ein Beispiel. Wir haben in Gießen sehr viel gemacht gegen diese Vertreibung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr und so weiter in der Stadt. Neue Polizeitruppenüberwachung haben wir so 2002 bis 2005 relativ viel gemacht. Manche werden das wissen, weil das führte zu einer absurden Auseinandersetzungskultur mit der Polizei und der Justiz. Wer sich das mal näher reingucken will, kann sich mal dieses fiese Tricks von Polizei und Justiz auf YouTube steht das auch angucken. Da ist eigentlich so drin, was wir gemacht haben und wie die reagiert haben und wie das alles ausgegangen ist. Und dort war es zum Beispiel so, dass es dort eine Attacke gab auf die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht. Da war auch Stinkeflüssigkeit reingesprüht worden in die Gerichtssäle. Und das war mit Graffitis beschmiert worden. Aber dieses Gelände liegt nun nicht mitten in der Stadt, so haben das nicht alle mitgekriegt. Wir hatten in der ganzen Auseinandersetzung die Initiative Sicheres Gießen. Das war die Lobbygruppe auf der anderen Seite, die wir darstellten. Eine Gruppe, mit der wir ungemein viel Unsinn getrieben haben. Und diese Initiative Sicheres Gießen ist dann, das war auch so im Dezember, rumgegangen an den Glühweinständen und hat die Leute mobilisiert für eine Lichterkette fürs Amtsgericht. Weil wenn das immer kaputt gemacht wird und kann nicht arbeiten, dann würden die Leute nicht mehr verurteilt werden, dann würde keiner mehr arbeiten gehen und so weiter und so fort. Und das war total lustig, weil das war ungemein kommunikativ. Ich war ganz beeindruckt davon, dass ungefähr die Hälfte der Leute uns blöd angepöbelt haben. Was denn diese Scheiße soll, das hätte doch genau die Richtigen getroffen. Ein paar Bilder auch als Beispiele. Enquete-Aktion in der Nähe von Husum vor einem Militärtransport. Auch da ist es einfach so, dass ich das technisch auch hinkriegen muss. Ich muss mich einmal da so anketten, damit es auch ein bisschen dauert. Ich muss wissen, wie die Bahn funktioniert, damit der Zug nicht über mich drüber rollt. Das ist ja nicht das Ziel. Dann kämst du zwar noch mehr in die Medien, aber das ist keine besonders sinnvolle Vermittlung dann. Das heißt, das muss ich also wissen, wie stoppe ich solche Züge und so. Das kann man sich aneignen und dann funktioniert so eine Aktion auch. Enquete-Aktion gegen den Castor
von der bäuerlichen Notgemeinschaft im Wendland. Sehr, sehr interessante Pyramide. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Das sind zwei ineinander geschachtelte Pyramiden, weil die Polizei irgendwann mal dazu überging, einfach die Pyramide mit den Leuten zusammen an die Seite zu räumen und einen da dran zu lassen. Insofern hat man neue Pyramiden entwickelt, wo dann wie so eine russische Puppe die innere Pyramide rausfallen würde und den Arm abreißen würde. Da sind inzwischen lauter so Techniken entwickelt, das lohnt sich, das zu wissen. Falls ich mal so eine Blockade mache, ist jetzt ja auch in Bad Nenndorf schon zweimal beim Nazi-Aufmarsch gewesen und hat den gestoppt, dass wenn ich das mache, das auch wirklich unräumbar wird. Hüttendörfer als Blockade, das war bei einer Autobahn, das ist ein besetztes Genfeld. Sabotage, das ist der umgefallene Mast vom Polizeifunk im Wendland. Und das ist auch ein sehr berühmtes Beispiel, was ich auch immer ganz nett finde, weil es mir positiv aufgefallen ist, das ist die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt. Das gilt als RAF-Anschlag. Ob das wirklich einer ist, finde ich unklar, weil die Vorgehensweise so war, dass die Leute, die es in Luft gesprengt haben, vorher rumgegangen sind und alle Leute aus dem Haus rausgetrieben haben, also keinerlei Kollateralschaden dabei hatten, war dieses Gefängnis halt kaputt. Also filigrane Aktionen dieser Art, wer sich mal zum Beispiel mit der Roten Zora auseinandersetzt, die es tatsächlich geschafft hat, in Hunderten solcher Attacken kein einziges Mal Kollateralschäden zu machen und sehr, sehr zielgenau Sabotage zu betreiben, das ist schon ganz beeindruckend. Ich finde, dass sich das lohnt, wenn Mensch solche Aktionen machen will. Ob jemand das machen will, das werde ich nicht entscheiden, das müssen alle Menschen mit sich selbst machen, das hängt von der Situation ab. Aber wenn, dann sollte man das auch wirklich gut hinkriegen. Und noch als Letztes dazu, damit ich auch wirklich kein Fettnäpfchen auslasse, wenn über Gewalt geredet wird, dann ja häufig auch über die Frage von Gewalt gegen Menschen. Auch hier bleibe ich persönlich, Abweichung kein Problem, aber ich bleibe persönlich bei meiner Meinung, dass ich Dogmen hier in diesem Saal gemacht prinzipiell falsch finde. Der Mensch hat seinen Kopf, um abzuwägen. Wir können abwägen, dann, wenn wir viele Möglichkeiten haben, dann haben wir die Freiheit, aus Möglichkeiten auszuwählen. Aber ich finde, dass es in der Vergangenheit eine große Menge von Sachen gegeben hat, auch Angriffen auf Menschen, auf die ich geschichtlich nicht verzichten will. Das hier ist ziemlich harmlos, aber es ist ein Angriff auf Menschen. Wie viele Tortenwürfe hat es gegeben und wie vermittlungsstark sind solche Tortenwürfe? Und es lohnt sich wieder, deswegen meines Erachtens sich Techniken anzueignen, sich klarzumachen, wie ich dieses Mittel Tortenwurf noch verbessern kann. Denn eine Torte zu kaufen oder zu backen und jemanden ins Gesicht zu werfen, ne, wenn ich jetzt hierher gehe und hau dir eine Torte ins Gesicht, eine ganz normale Sahnetorte, das ist total dumm. Du wirst sehen, die fällt runter, so wie du sitzt, geht's noch, weil sie fällt dir wenigstens auf den Schoß und nicht einfach auf die Erde, wenn da jemand steht. Es fällt einfach auf die Erde und es bleibt so gut wie nichts im Gesicht hängen. Und die paar Sachen, die im Gesicht hängen bleiben, nimmt die Person so, leckt sie ab, wenn sie souverän ist und sagt, danke sehr, hat geschmeckt und geht weiter. Ne? Und deine Show ist im Arsch. Das geht besser. Nimm dir eine Pappe, schreib noch einen guten Spruch da drauf. Es geht um Vermittlung. Und bau deine Torte aus Rasierschaum nach. Das kannst du sogar noch direkt vor Ort machen. Du kannst die Einzelteile völlig harmlos transportieren, weil niemand die Rasierschaumdose und diese Pappe ja nicht als irgendwas erkennt. Dann baust du diese Dose und dann haust du die ins Gesicht. Und Rasierschaum klebt super. Das heißt, wenn du das gut hinkriegst, klebt jetzt das Ding im Gesicht und der Spruch ist auch noch richtig rum. Und jetzt entstehen erstmal die Fotos mit dem Ding im Gesicht, das bleibt da hängen im Gegensatz zur Torte und der Spruch darauf. Dann reißt sich die Person das vom Gesicht und es wird fast aller Rasierschaum im Gesicht hängen bleiben. Es lohnt sich einfach, solche Überlegungen zu machen, weil ich die Aktion, die ich sowieso mache, in ihrer Wirkung enorm steigern kann, wenn ich ein bisschen intelligenter vorgehe. Also ich befürchte, dass die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch beschissener gelaufen wäre, wenn nicht vor langer, langer Zeit, als gerade die Renazifizierung der Bundesrepublik abging, also diese ganzen Nazi-Arschlöcher wieder in die Ämter aufstiegen und überall da waren Gerichte und Geheimdienste und was weiß ich und überall wieder die Altnazis da saßen, wenn nicht in dieser Zeit aus einer Antifa-Gruppe, die es damals schon gab, und die viel versucht haben und wenig erreicht haben, sich Leute vorgenommen hätten, wir müssen mal was Spektakuläres machen mit dem Ergebnis. Das ist das beste Foto, was es von der Aktion gibt. Das ist nicht besonders gut dokumentiert worden. Aber damals hatte noch niemand eine Digitalkamera. Das ist Beate Glasfeld und das ist Kurt Georg Kiesinger. Der war damals Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und vorher NSDAP-Mitglied. Und die Beate Glasfeld ist hingegangen, hat ihm eine geballert und Nazi, Nazi gerufen. Ist quasi standrechtlich für ein Jahr verurteilt worden, das ließ sich aber nicht mehr aufrechterhalten. Diese Ohrfeige, wahrscheinlich ist das inzwischen mythisch auch ein bisschen überzogen, aber diese Ohrfeige hat Geschichte gemacht. Sie ist hochsymbolisch,
Ich finde, dass sie in dieser Situation gegenüber der Renazifizierung, also gegenüber dem grauseligsten, was man sich vorstellen kann in der Geschichte nach 1945, dass diese Ohrfeige eine angemessene Handlung war. Mit einer riesigen Wirkung, weiß man hinterher, hätte auch anders kommen können. Aber ich finde, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass es ausgesprochen schwierig ist, irgendwelche dogmatischen Sachen zu sagen, was gut oder was schlecht ist, wenn wir die Rahmenbedingungen nicht kennen. Abgesehen mal davon, dass diese widerliche Bundesregierung, dieses autoritäre Pakt, was Kriege führt und immer nölt, keine Gewalt bei politischen Aktionen, jeden 20. Juli einen Bombenattentäter, Terroristen abfeiert, bloß weil die 1944 versucht haben, Deutschland zu retten. Während sie jahrzehntelang den, der es schon 1938 versucht hat, Hitler wegzusprengen, immer in der Geschichte weggelassen haben. Das ist eine widerliche Politik. Ich finde, es kommt auf die Qualität an von etwas, auf die Zielgenauigkeit, auf die Angemessenheit. Und wer immer sagt, Gewalt ist immer schlecht, muss auch sagen, Georg Elser war ein Arschloch. Aber meine Meinung trifft er damit nicht. Ein weiterer Aspekt, mehr draus zu machen, Spielräume nutzen und ausbauen. Und da will ich auf etwas eingehen, was vielleicht an dieser Stelle jetzt überrascht. Nämlich auf etwas ganz Schnödes, Langweiliges, das Demorecht. Wer linke Demos wahrnimmt, ne? Reden halten, latschen. Dann zur Abwechslung mal wieder reden halten und dann ganz tolle Überraschung, latschen. Ihr werdet kein Gesetz finden, in dem drin steht, dass Demos so aussehen müssen. Das ist eine linke Erfindung. Es gibt überhaupt gar kein Versammlungsrecht, wo festgeschrieben ist, wie eine Versammlung auszusehen hat. Die Definition von Versammlung hat das Bundesverfassungsgericht gemacht und heißt öffentliche Meinungskundgabe einer Personenmehrheit. Alles, was darunter fällt, ist eine Demo. Und jetzt kommen ein paar interessante Sachen. Nämlich alles, was ihr macht, ob ihr jetzt Musik macht da draußen, Theater macht, ist rein theoretisch immer, wenn ihr eine öffentliche Meinungskundgabe macht, eine Demo. Ihr könnt noch ein bisschen zaubern damit, damit ihr die nicht anmelden müsst. Guckt, wenn ihr draußen unterwegs seid in Zukunft, vorher immer noch mal ins Internet, was gerade an Scheiße passiert ist. Damit, falls ihr eine Demo machen wollt, ihr immer einen Grund für eine Spontandemo habt. Das ist also so wichtig wie die Kreide, ist permanent einen Grund im Kopf zu haben, warum man eine Demo machen will. Weil ich dann immer Spontandemo-Recht habe, ich muss es dann nicht anmelden, ich kann es einfach machen. Demos haben Vor- und Nachteile, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, das machen wir bei dem Training, aber das ist ganz schön spannend. Stellt euch vor, eine Gruppe von Punkerinnen und Punkern säuft Bier auf der Domplatte. Das ist, glaube ich, so ein typischer Ort, wo das abgeht. Ne? Kommt die Polizei vorbei und erteilt einen Platzverweis. Und irgendein schlauer Punker oder Punkerin oder irgendwas dazwischen oder jenseits dessen ist dabei und sagt, ha, ich krieg's gerade noch hin. Wir melden jetzt eine Demo an gegen diesen Platzverweis. Moment, ich habe ein Stück Kreide dabei. Platzverweise sind scheiße. Das reicht als öffentliche Meinungskundgabe. Unser Mittel, diese Demo zu machen, ist saufen. Und ihr werdet es nicht glauben, das zieht. Das hebt den Platzverweis auf, weil Demorecht ist Verfassungsrecht und bricht daher alle anderen Gesetze, die unter dem Verfassungsrecht liegen. Lärmverordnung, Straßenverkehrsverordnung, Polizeigesetze, alles gilt nicht mehr. Man kann gar keinen Platzverweis kriegen, man kann nicht in Unterbindungsgewahrsam kommen und so weiter auf einer Demo. Das ist nicht möglich. Es gibt doch Platzverweise auf Demos. Ja, natürlich gibt es Platzverweise auf Demos. Aber wer hat denn gesagt, dass sich die Polizei ans Recht hält? Es ist nicht erlaubt. Und das ist erstmal ziemlich interessant. Andererseits sind wieder Sachen auf Demos verboten, die außerhalb von Demos erlaubt werden. Passivbewaffnung und Vermummung, mal gesagt, als Beispiele. Und das Spannende ist jetzt, einen Aktionstag in der Kölner Innenstadt so zu organisieren, dass zum Beispiel dort permanent mehrere Demozonen sind, die sich zeitlich am besten verschieben. Alle Viertelstunde ist da wieder zu Ende, woanders ist eine Demo angemeldet. So ist ein permanentes Chaos hast zwischen Demo- und Nicht-Demo-Zonen, sodass alle Leute, du machst draußen mit Vermummung deine Aktion und dann kriegst du einen Platzverweis und dann sagst du, ja gut, dann gehe ich jetzt in die Demo rein. Dann musst du deine Vermummung natürlich ablegen. Aber jedenfalls, du kannst mit diesem Mittel des Demorechts interessant spielen, kreative Kunstwerke machen. Und darum geht es, dass doch das Demorecht subversiv anzuwenden.
Das geht mit erstaunlich vielen Gesetzestexten. Auch andere Rechtsparagraphen enthalten Möglichkeiten, sie subversiv zu nutzen. Auch das deute ich jetzt nur mal an, weil heute geht es nur darum, das anzudeuten. Und bei dem Training machen wir das dann sehr genau. Der Widerstandsparagraph. Das ist einer der häufigsten Paragraphen. Mein Lieblingsparagraph. Kennst du den Absatz 3 des Paragraphen? Der ist schön. Hast du schon mal irgendeine Rechtsberatung oder sowas gemacht? Mit irgendwie? Und trotzdem kennst du den nicht. Das ist normal. Das ist total interessant. Also es ist jetzt nicht gegen dich, sondern die Rechtshilfegruppen haben diesen kreativen und subversiven Ding überhaupt nicht drauf und deshalb verlieren wir so häufig. Der Absatz 3 des Widerstandsparagraphens heißt, die Handlung ist nach diesem Absatz nicht strafbar, wenn die Polizei einen Fehler gemacht hat. Das ist ein fantastischer Absatz. Denn danach kann ich vor Gericht die ganze Situation komplett umbauen und es wird vor Gericht nur noch verhandelt, was die Polizei gemacht hat. Und der Polizist sitzt als Zeuge da und ich als Angeklagter stelle die Fragen. Der Polizist hat kein Aussageverweigerungsrecht, ich schon. Das heißt, wir reden darüber, was die Polizei falsch gemacht hat vor Gericht, ohne dass die Polizei die Aussage verweigern kann. Ich kann die ganzen Einsatzpläne, die Dienstvorgesetzten, die lade ich alle vor bei meiner Beweisführung, dass die Polizei was falsch gemacht hat. Und wenn du, um wieder zurückzukommen, wenn du bei einer Demo einen Platzverweis bekommst, das ist das Beste, was dir passieren kann. Die Polizei hat einen Demonstrationsteilnehmer oder Teilnehmerin einen Platzverweis erteilt, das ist ein Rechtsbruch. Das heißt, die gesamte Demo ist ab diesem Moment weitgehend gegen den Widerstandsparagraphen immun. Weil die Polizei quasi die Demo auf eine illegale Art und Weise angegriffen hat. Das ist subversiver Rechtsgebrauch. Wir benutzen das Recht, um es gegen sich selbst zu wenden. Weitere Beispiele nur kurz angedeutet. Eine der Aktionen, an denen ich auch gerade teilnehme, ist die Durchsetzung des Nulltarifs im öffentlichen Personennahverkehr. Dadurch, dass wir offensiv gekennzeichnet schwarz fahren, das wäre eine ganz einfache Aktion. Und ich wundere mich, dass da so wenig mitmachen, weil ich finde, man sollte einmal im Leben einen Strafparagrafen abgeschafft haben. Das ist hier möglich, der 265a, dieser Schwarzfahrparagraf, Erschleichung von Leistungen. Es ist relativ klar, dass in dem Moment, wo ich gekennzeichnet schwarz fahre, das keine Straftat mehr ist. Und das Berliner Kammergericht hat gesagt, ja, so ein Schild, das reicht nicht, vielleicht kommt der Schaffner mal von oben oder von unten und sieht das Schild nicht, man müsste schon auch noch Flyer verteilen. Ja, super, haben wir gesagt, dann verteilen wir halt jetzt immer Flyer. Also, macht euch so ein Schild und alle Schwarzfahrer und Schwarzfahrerinnen sollen Flyer verteilen gegen die Kriminalisierung des Schwarzfahrens und für die Einrichtung des Nulltarifs, also die Abschaffung des Fahrkartenwesens. Das wäre mal eine politische Aktion, wo der subversive Rechtsgebrauch sogar den Mittelpunkt darstellt. Also wir bauen um diesen subversiven Rechtsgebrauch alles herum. Wir hebeln den Paragraphen über sich selbst aus. Hausfriedensbruch, auch so ein Ding. Ich bin ja immer verwundert, warum so viele Hausfriedensbruchverfahren bei Hausbesetzungen oder sowas stattfinden. Die Gentechnik in Deutschland ist über Feldbesetzung wesentlich aus dem Land geräumt worden. Die machen ja nichts mehr in Deutschland, weil hier der Widerstand zu krass war. Und es hat nie ein Verfahren gegeben, eine Verurteilung oder sowas. Warum? Weil, wenn immer ein Genfeld besetzt wurde, war das Tor offen und da drin stand Tag der offenen Tür, herzlich willkommen, Eintritt frei, macht was ihr wollt. Stand dort als Schild. Dann kam die Polizei immer und hat gesagt, hier ist Hausfriedensbruch und wir immer, wie, da steht doch ein Schild, dass wir hier machen können, was wir wollen. Die dann immer, das habt ihr doch selbst dahin gehängt. Und wir immer, das werden sie wohl nachweisen müssen. Und es war vollkommen klar, dass das vollkommen aussichtslos ist. Und das geht auf ganz viele Art und Weise. Wenn ihr die ganzen Telefonkästen so zuplakatieren wollt, klebt vorher dieses kleine Schildchen über in genau derselben Schrift. Plakatieren verboten, in Plakatieren erlaubt. Oder wenn ihr eine Party im Bahnhof machen wollt, fotografiert die Hausordnung, die da aushängt, ab und klebt die über mit Party erlaubt, Flyern erlaubt, dort nächtigen erlaubt und so weiter. Dann macht eure Party. Und dann sollen die euch halt mal rankriegen, sagt ihr, aber steht doch da. Und dann werden die wieder sagen, das habt ihr doch selber dahin gehängt. Und dann könnt ihr wieder sagen, sie werden das wohl nachweisen müssen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich über subversiven Rechtsgebrauch selber die Handlungsfreiheiten zu schaffen. Das hier ist dasselbe Feld, kurz danach, aber da sind wir ja da schon drauf, haben die dann hier neue Schilder angebracht, damit die, wenn sie uns irgendwann mal runter haben, wir dann nicht mehr dahin gehen können. Das einfach nur noch mal als Bild. Ja, das ist besser als nichts. Aber das ist die Fähigkeit,
ganz viele Leute durch irgendeine Stadt zu schleusen, ohne dass Kommunikation stattfindet. Das finde ich auch bei großen bürgerlichen Demos. Wir haben es satt, diese Landwirtschaftsdemo in Berlin, die soll sich eigentlich gegen die Grüne Woche richten. Aber bei der Grünen Woche machen nur so 10, 20 Leute Aktionen, da bin ich meistens auch dabei. Und 50.000 laufen durch das leere Regierungsviertel 10 Kilometer entfernt. Das ist Begleitfolklore des Unabwendbaren. Also der Staat hat ein Interesse daran, uns Spielplätze anzubieten. Also allen Protest zu verbieten, ist für eine moderne Herrschaftsstruktur überhaupt nicht schlau. Okay, es gibt noch lauter viele kleine Mittel, mit denen man das alles noch weiter erhöhen kann. Wie schaffe ich es halt, Kommunikation zu erzeugen? Ich will das jetzt nicht alles ganz in die Breite tragen. Das mit der Kreide ist natürlich auch etwas, was ich begleitend zu jeder anderen Aktion machen kann. Da ist ein Straßentheater, da ist eine Kommunikationsguerilla und so etwas. Und ich mache mit Kreide in der ganzen Stadt irgendetwas. Ich kann meine eigene Gegengruppe machen. Vielleicht habt ihr schon mal so Demos gemacht. Steht irgendwo mit eurem Megafon. Wie viel spannender ist das, wenn jetzt eure Gegengruppe auf der anderen Seite des Marktplatzes auftaucht mit einem eigenen Megafon und ihr euch dann quer über den Marktplatz die Kante gebt und eure Gegengruppe so schlechte Argumente hat, dass alle euch am Ende toll finden. Das lässt sich erzeugen, ihr müsst einfach eure Gegengruppe spielen. Das ist einfach alles viel spannender, wie ich solche Inszenierungen halt so machen kann. Ich kann rundherum halt Sachen anmalen. Und eines meiner Lieblingstheaterstücke, was wir begleitend zu fast allen Aktionen machen, ist diese Idee Mars-TV. Manche werden das vielleicht kennen. Das ist eigentlich ziemlich einfach. Man sieht es hier, das ist bei so einer Anti-Abschiebe-Aktion von Göttingen an irgendeinem Flughafen. Und das ist beim Castor Mars-TV. Mars-TV ist halt so ein Bettlaken, da ist so ein Bildschirm aufgemalt, die Mattscheibe ist wieder ausgeschnitten, zwei Leute halten den und eine oder zwei Personen sind Moderation. Und dann fliegen wir immer so rein, ja, hallo, guten Tag, Sie sind jetzt hier live bei Mars-TV. Das ist überall in der Galaxis zu sehen, außer auf der Erde, da ist es leider verboten. Aber wir sind am liebsten auf der Erde, unsere Einschaltquoten sind aber am höchsten, weil es ist der bekloppteste Planet in der ganzen Galaxis. Da gibt es so was Komisches wie... Und jetzt kannst du alles Mögliche fragen, ne, wie Abschiebung oder wie irgendwas. Ich mach's nur mal ein Beispiel, eine wunderschöne Performance. Da sind wir in eine Straßenbahn in Dresden rein und dann sind da so durchgegangen. Ja, da gibt es so heute, Thema unserer Sendung ist, hier gibt es sowas, ach, ha, sie haben alle so einen komischen Zettel dabei. Wie heißt der nochmal? Also Ticket. Ticket, die Fahrkarte, genau, die Fahrkarte. Sowas haben sie auch, oder? Und dann haben die Leute alle so gesagt, ja. Und wir so, ja. Die brauchen sie auch, um hier zu fahren. Ja, sagten die Leute. Das heißt, wenn sie jetzt keine haben, dann wird das Ding hier stehen bleiben. Nee, das nun wieder nicht, sagten die Leute. Und wir dann so, da habe ich es nicht verstanden. Zum nächsten weitergegangen, können Sie das erklären? Warum braucht man hier eine Fahrkarte? Die hatten alle so Fahrkarten. Sind wir da so durch? Alle haben natürlich geguckt. Dann kamen wir an die Tür. Da stand so eine alte Frau und wir halt so, ja, am Tag, haben Sie auch eine Fahrkarte? Und die sagte, nö. Da gab es schon 10 Applaus in dem Waggon. Und wir so, ja, warum nicht? Und die, ja, ich habe kein Geld, aber ich muss doch auch fahren, oder? Dann haben wir erstmal unsere Funktionen überprüft. Nee, stimmt alles. Eine sinnvolle Antwort auf der Erde, das ist noch nie passiert. Und dann sind wir weiter durchgegangen. Es war allen total peinlich, dass sie eine Fahrkarte haben. Leider sind in diesem Moment keine Kontrolleure gekommen. Aber das ist ein spektakulär vermittlungsstarkes Ding und ich kann das auch begleitend machen. Wir sind auch schon, da vorne stand so die Front vom autonomen Block, da standen die Bullen, hatten den Helm auf und die Knüppel in der Hand, noch 2 Meter Platz und da fliegen wir erstmal mit Mars-TV rein. Ja, hallo, guten Tag, warum haben Sie jetzt einen Helm auf? Ist das so bequem? Du hast eine relativ übersichtliche Situation. Wenn jemand aggressiv wird, fragst du einfach den daneben, warum wird denn der jetzt so aggressiv? Das heißt also, du bist mit dem Ding einfach ungemein flexibel. Eine wunderschöne Sache, eigentlich immer dabei haben bei Aktionen. Und wenn es halt passt, halt mal machen. Man kann das auch übertragen auf andere Sachen. Ich weiß, in Berlin haben mal irgendwelche Leute Mieter-TV daraus gemacht. Und immer wenn ihr Hausbesitzer kam, sind sie auf den Zug. Guten Tag, wohnen Sie hier auch und sowas? Was machen Sie denn hier und sowas? Bis der nicht mehr gekommen ist. Es gibt noch andere Formen, um begleitend zu Aktionen aufmerksam zu machen. Verteilt mal ein Flugblatt einfach so und verteilt das Flugblatt mal auf Hochstelzen. Der Unterschied ist gigantisch. Wie viele Leute dieses Flugblatt nehmen, wie du halt so rüberkommst. Also mit ganz kleinen Sachen kann man sich da halt alle möglichen Sachen ausdenken. Ein interessantes Thema ist sicherlich auch noch, welche Inhalte vermittle ich dann? Auch da gehe ich jetzt nur mal ganz schnell durch. Ich finde es ja mal spannend, die Aktion so zu organisieren, dass Gespräche nicht nur über die eine Sache sein, gegen Castor, gegen Gentechnik, das ist mir zu wenig. Ich möchte, dass mehr entsteht, also dass man eigentlich viel mehr ändern muss, dass nicht die Gentechnik das Problem ist, sondern die kapitalistische Entwicklung von Technologien. Und dass man das vielleicht verbinden kann auch mit Positivprojekten.
wenn ich an diese Szene am Supermarkt denke, wenn man jetzt noch darauf hinweisen kann, auf einen Umsonstladen oder was auch immer, dann wäre das halt natürlich auch ganz gut. Das ist so ein Beispiel davon, das ist ein Bild aus Gießen. Wir haben dort einen Umsonstladen aufgebaut und das Spannendste fand ich immer, wenn wir den Umsonstladen unterwegs gemacht haben, als Demo angemeldet, weil als Demo geht ja alles, haben wir dann den ganzen Umsonstladen in Kisten und Kästen und Regalen und Kleiderständern in die Fußgängerinnenzone gepackt. Am Ende des Tages war wirklich alles leer. Hier sieht man unser Soundsystem, so ein Fahrradhänger, haben Ausstellungen gemacht, haben Straßentheater gemacht. Das heißt, wir machen eine riesige Performance daraus. Wir verbinden alle Sachen miteinander, die Kritik, das Perspektivische und so weiter. Und was spannend ist, ist, was ich an Inhalten reinpacken kann, auch da kann ich viel mehr rausholen, als bisher so üblich war. Sachen recherchieren. Wir haben zum Beispiel sehr viel gearbeitet, dass wir uns einmischen, auch in die vorgegebenen Bahnen an den Stellen, wenn etwas geplant wird, aber dann auch wieder mit direkten Aktionen. Akteneinsichtsrecht, eine Sache, die weitgehend unbekannt ist. Fast kein Mensch weiß, dass in diesem Land ein Akteneinsichtsrecht besteht, dass du in jede Behörde, staatliche Stelle oder sowas reingehen kannst und im Prinzip jede Akte dort blättern kannst. Das ist ziemlich relevant. Das ist so gut wie unbekannt und das sagt etwas über den embryonalen Zustand von politischer Bewegung aus, dass wir alle diese Dinge nicht kennen. Das sind Waffen. Also ich habe bei meinen politischen Kämpfen fast nur mit den Texten der anderen Seite gearbeitet. Das ist total spannend, wenn du an solche Sachen rankommst, wo die selber auf ihren internen Sitzungen sagen, ja, das ist alles Scheiß oder es dient nur dem Profit oder sonst was. Also wenn du jetzt Wohnungsmarkt oder sowas, ein Protokoll von irgendwelchen Leuten da hast, wo die untereinander selber da reinschreiben, es geht uns nur um Profit. Das ist eine Waffe, solche Texte in der Hand zu haben. Die müssen wir uns organisieren. Ich will gar nicht auf alles eingehen, was es da gibt. Auch das können wir bei dem Training genauer machen. Du kannst als Presse Anfragen stellen, auch das können wir dann näher besprechen. Internetsuche, auch das lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Die meisten Menschen, die ich so mitkriege, geben bei Google irgendwie 3 Begriffe ein, kriegen dann 17.000 Treffer, scrollen dann da so gelangweilt 4-5 Minuten durch und geben es dann auf. So dumm muss man nicht sein. Man kann sich das durchaus aneignen, wie ich im Internet nach Sachen suche, um binnen kürzester Zeit mein Ergebnis zu haben. Dass es sogar Internetseiten gibt, also Maschinen im Internet, wo man sich die Internetseite von einer Organisation von vor 15 Jahren angucken kann, weiß wahrscheinlich schon wieder niemand hier. Das ist aber Wissen, was uns stark macht. Das sind Waffen in unserer Hand, wenn wir solche Sachen benutzen können. Oder einfach rumgehen, auch das bietet mehr, als man so denkt, dass man einfach mal so rumgeht, Aushänge an Unis oder in Rathäusern oder sonstiges, eigentlich häufiger mal hingucken. Auch da gehe ich jetzt nicht so näher drauf ein. Vielleicht noch eine Sache, das mit dem Klingelschild. Antipsychiatrieaktivitäten in Gießen, da haben wir ganz viel gemacht. Da habe ich Lehrbücher von den leitenden Ärzten durchgelesen. Sowas ist unglaublich, was man da alles so rausfindet. Am schönsten fand ich den Satz, also deren Texte. Ne? Mir geht es darum, ich will die Zwangspsychiatrie abgeschafft haben. Und dann finde ich ein Buch von dem Leiter der forensischen Psychiatrie in Hessen. Und der schreibt in dieses Buch rein den Satz, dass alle Programme zur Heilung, die nennen das ja Krankheit, was die Leute haben und wollen die immer heilen, und das kann man ja auch schon kritisieren, aber ich nehme jetzt mal diesen Wortlaut, alle Programme zur Heilung in Freiheit besser funktionieren als in Gefangenschaft. Ja, der Satz ist aber geil, ne? Der braucht gar nicht mehr antreten in irgendwelchen Diskussionen, weil er mir selber den Satz geliefert hat, mit dem ich ihm in jeder Diskussion schlage. Und an diese Sätze muss man rankommen. So, und dann Klingelschilder, dann hatte der immer über irgendwelche Fördervereine irgendwelche Tagungen organisiert und irgend so eine Dozentin permanent von irgendeiner Uni in London, die wurde dann immer groß bezahlt und hat dann halt da Vorträge gehalten. Und dann bin ich irgendwann mal zu dessen Wohnort gefahren und habe mal geguckt auf dessen Klingelschild. Und das fand ich ganz interessant, weil diese Person stand da auch auf dem Klingelschild. Damit weiß man schon mal, dass dort wahrscheinlich auch alles Lug und Trug ist und Fördermittelbetrug und so weiter und so fort. Und die Person kommt gar nicht aus London, sondern ist dessen Lebensgefährtin gewesen. Solche Sachen kriege ich einfach raus, indem ich mal auf ein Klingelschild gucke. Whistleblower, gemobbte Wachschützer, total interessant. Bei den Genversuchsfeldern waren es die Wachschützer, die für uns eine der wichtigsten Informationsquellen waren. Die gucken ja den ganzen Tag da drauf, ne? Sind total gelangweilt und sind mit Sicherheit keine Befürworter der Gentechnik. Und mit denen kann man sich auch anfreunden. Jedenfalls mit einigen von denen, das reicht ja. Und ganz viele Informationen bekommen, wer macht hier eigentlich was, wie oft kommen irgendwelche Leute dahin. Also das ist sehr spannend. Ja, und du kannst irgendwo hingehen, du kannst dich irgendwo bewerben, Mitschnitte machen oder Undercover-Aktionen. Günter Wallraff, das können wir auch. Das ist überhaupt nicht schwierig, da irgendwie reinzugehen und einfach mitzuspielen bei denen und Sachen herauszufinden. Gut, der letzte Punkt.
von den Möglichkeiten heißt dann, sich vor Repression zu schützen. Auch dort können wir unseren Handlungsrahmen enorm erweitern. Die haben ja ganz viele verschiedene Formen von Repression, Gerichtsverfahren, Personalienkontrolle, aber auch der Arbeitgeber, Schuldisziplinierung und so weiter und so fort. Erstmal ist wichtig, sich vor Repression zu schützen, soweit es geht. Also keine Aussagen zu machen, die denen helfen. Überhaupt gar keine Aussagen zur Sache oder zu Personen oder zu Strukturen. Oder um sich meinetwegen vor Zwangspsychiatrisierung zu schützen, ist etwas, was tatsächlich funktioniert, jedenfalls in den meisten Fällen von Psychiatrisierung. Und was meines Erachtens Standard ist, und jetzt frage ich in die Runde, wie viele Leute haben eine Patientin in Verfügung mit Vorsorgevollmacht, also Schutz vor der Psychiatrisierung? 1, 2. Das ist überdurchschnittlich viel. Der Zustand unserer Bewegung ist so, dass wir das 1x1 nicht beherrschen. Und ich finde wichtig, das sich klar zu machen, weil das ist nicht deprimierend, sondern es zeigt, dass wir nicht so erfolgreich sind da draußen auf der Straße, wie wir es gerne sein wollen, liegt auch an uns. Wir können deutlich besser sein. Und diese Patientenverfügung zu machen, wie das genau geht, wäre dann eher auch was für dieses Training, schützt einen einigermaßen sicher vor der Zwangspsychiatrisierung, außer der forensischen Psychiatrie, also der mit einer Straftat verbunden ist. Selbstermächtigung, das Aneignen von der Fähigkeit, mich auch selbst zu verteidigen oder sich gegenseitig zu verteidigen. Es sind einfach ganz andere Qualitäten möglich. Du bist selber vor Gericht mächtiger als dein Anwalt oder deine Anwältin. Das ist wichtig, das klar zu haben. Wer in einem Gerichtsverfahren sitzt und einfach nur die Klappe hält, verspielt die beste Person. Das wäre so, als wenn nur ihr Fußball spielt und die Person, die am besten Fußball spielen kann, der sagt dir, immer wenn der Ball kommt, läufst du weg. Bei einer Elfer-Mannschaft geht das vielleicht gerade noch so. Aber wenn man da zu zweit nur sitzt und nimmt die stärkste Person raus aus dem Prozess, dann ist es auch kein Wunder, dass wir ständig verlieren. Also uns das anzueignen und als Angeklagte arbeiten zu können, Fragen zu stellen, natürlich keine Aussagen zu machen, sondern dass wir Anträge stellen, dass wir Fragen stellen oder so etwas, das sich anzueignen lohnt sich. Dann ist es sogar möglich, dass wir uns gegenseitig verteidigen. Mensch muss nicht Anwalt und Anwältin sein, um andere zu verteidigen. Wer auch immer euch das erzählt, lügt. Da gibt es verschiedene Kreise, die verschiedene Interessen daran haben, euch in dieser Art und Weise zu belügen. Stellt euch das vor, ihr macht eine Aktion zusammen, meinetwegen ihr vier macht eine Aktion zusammen. 2 von euch werden gekascht, die anderen beiden verteidigen die. Könnt ja zusätzlich noch einen Anwalt oder eine Anwältin nehmen. Das geht ja alles. Aber was ist das für eine ganz andere Situation, wenn meine eigenen politischen Mitkämpferinnen auf der Anklagebank neben mir sitzen und mich da unterstützen, die auch Fragen stellen können, die bei der Situation im Zweifelsfall sogar dabei waren und so weiter. Wir stellen eine ganz andere Situation her. Selbst bei Anti-Knast-Arbeit oder so etwas ist das wichtig. Wir haben das transparenter gesehen. Ne? Das ist nicht nötig, dass wir es einfach hinnehmen, dass unsere Leute eingesperrt werden und wir jammern dann rum. Hingehen, sich als Verteidiger eintragen lassen. Ich verteidige im Moment jemanden in Koblenz zum Beispiel, der sitzt in Untersuchungshaft schon seit 8 Monaten und für den die Sicherungsverwahrung beantragt. Das ist eine völlig andere Kategorie, als was wir hier so kennen aus unseren politischen Kämpfen. Und der ist da reingekommen und hat mir versucht, Briefe zu schreiben. Die sind alle beschlagnahmt worden. Der durfte nicht mal Briefe, totale Isolation, der durfte nicht mal Briefe schreiben. Und dann bin ich sein Verteidiger geworden. Ich bin kein Anwalt, wie gesagt. Und jetzt gehe ich immer einfach da rein, klopfe da beim Knast und sage, ich will mal mit dem reden. Und dann darf ich den ganzen Tag da mit dem reden, kann meinen Laptop reinnehmen. Ich werde nicht kontrolliert, nichts, gar nichts. Die Post, die ich mit dem wechsle, darf nicht mal von denen kontrolliert werden. Da steht immer Verteidigerpost drauf. Die dürfen die nicht aufmachen. Das geht alles. Also unsere Knast-Soli-Arbeit ist auch in einem embryonalen Zustand. Es geht viel mehr. Außerdem müssen wir natürlich nicht warten, bis die uns angreifen, sondern Antirepression kann auch heißen, dass wir Polizei, Abschiebebehörden und so weiter zum Thema machen und angreifen, wie auch immer. Die tausende von Aktionsmöglichkeiten habe ich hier schon benannt. Polizei im öffentlichen Raum hatte eben diesen Vorteil, ist schon ein Erregungskorridor als solches. Ich kann damit in verschiedenen Sachen, Mars-TV oder so etwas einsteigen, das wunderbar machen. So ein paar Sachen sind ja auch bekannt. Die Clowns Army macht das zum Beispiel ziemlich auffällig, dass sie sich immer wieder mit der Polizei auseinandersetzt. Und das ist halt einfach auch per se ziemlich auffällig, was die da machen, weil sowohl die Clowns auffällig sind, wie eben auch die Polizei. Das ist so eine Antirepressionsaktion bei der NATO-Sicherheitskonferenz in 2002 in München. Da waren alle Demos verboten. Das war total geil. Das war ein Training noch im Vorfeld. Und dort hatten wir überlegt, wir üben mal mit der Polizei umzugehen. Und haben uns unsere Münder zugeklebt. Wie gesagt, Demos waren verboten. Man durfte nicht mal Anstecker und irgendwelche T-Shirts mit Aufdruck haben.
Und dann sind wir raus aus diesem Trainingsort auf die Straße und wir hatten, ihr habt den Mund zugeklebt, hatten hier lauter Schilder, auf denen nichts war, hatten lauter weiße Zettel dabei und ein großes Front-Transpi, das war komplett weiß. Und so sind wir diese Straße entlang gegangen und zwar statt auswärts, weil das sollte nur ein Training sein. Dann kam mal die Polizei, war total verwirrt, das war total schön, das zu erleben. Die kam überhaupt nicht klar. Und da wir sahen, wie verwirrt die sind, sind wir dann umgedreht und doch in die Innenstadt gewandert und sind bis kurz vor den Marienplatz gekommen. Das war total super, weil die Bullen überhaupt nicht wussten, was sie... Dann hatten wir noch drei Leute mit Handys rundherum, die immer so taten, als wären sie Passanten und haben irgendwie, ja, ist schlecht, ich rede noch mal ein bisschen lauter. Ja, das ist hier wohl eine Demo gegen die bla bla bla. Die haben quasi die Demo-Reden gehalten, aber als unbeteiligte Handybenutzer. So das ganze Spektakel. Und kurz vor Marienplatz dann diese Situation, riesen Kessel mit Hubschrauber über uns, also total geil, da haben die das alles beschlagnahmt, allein die Beschlagnahmeliste, leeres Tuch, leere Zettel. Das sind kreative Umgehensweisen damit. Du bist in so einer Stadt, wo du nichts darfst, das macht dich ohnmächtig und dann passiert so etwas und das ist ungemein befreiend, das zu erleben. Das macht unglaublich viel Spaß und die Bullen kommen da so gar nicht drauf klar. Ganz spektakulär, das muss ich auch sagen. Ich war total baff. Eine Antifa, die sonst sehr stylisch so rüberkam aus Bad Homburg, das ist bei Frankfurt, hatte Hausdurchsuchung kassiert und haben dann etwas gemacht, wo ich echt staunend da stand und mir dachte, dass ich das noch erleben kann. Die haben sich in solche Uniformen geschmissen, haben Antifa da drauf gesprüht, also so ein bisschen das Zerrbild der Bullenuniform, sind in die Polizeistation reingerannt und haben eine Hausdurchsuchung gemacht. Haben also in der Polizeistation die Schubladen aufgemacht, alles rausgeräumt und die Polizei hat die ganze Zeit nur fassungslos daneben gestanden, überhaupt nichts zu tun. Dann sind die wieder rausgerannt, sind zum Amtsgericht, wo ja der Durchsuchungsbeschluss herkam, gelaufen. Da haben die Bullen bei dem Amtsgericht angerufen, hallo, macht schnell alle Türen zu. Da haben die alle Türen verrammelt, aber ein Fenster vergessen. Dann sind die durchs Fenster rein und haben auch noch beim Amtsgericht eine Hausdurchsuchung gemacht. Niemand hat auch jemals nur ein Verfahren gegen die gemacht. Also die kommen darauf einfach nicht klar. Das sind Methoden, das packen die nicht. Das sind Aktionen, die haben wir in Gießen gemacht, die ist auch schon in verschiedenen Städten mal wieder geholt worden, der Kameragottesdienst. Wir haben eine ganze Gottesdienstliturgie unter einer Kamera gemacht und haben die so angebetet, haben Choräle gesungen, so danke für deine guten Bilder und so lauter Sachen, ich glaube an Roland Koch, so hieß er damals noch in Hessen, und haben den dann angebetet. Das war auch ziemlich spektakulär. Dann kam übrigens die Polizei, das hatten wir dann richtig eingeplant. Die Polizei sollte ja kommen, die kam dann auch. Und dann sind wir auf die zu, haben uns auf den Boden geworfen und die Propheten des Sicherheitsgottes angebetet und denen die Füße zu küssen versucht und so weiter. Und dann so, ah, schlagen Sie mich, ich wasche mich auch nicht mehr. Oder, oh, die reden mit uns oder können wir? Dann haben sie gesagt, wir können sie auch mitnehmen. Die nehmen uns mit in ihre Heiligtümer, die Heiligen nehmen uns mit. Anderthalb Minuten, schätze ich, hat das gedauert. Dann sind die umgedreht, zu ihren Autos gelaufen und alle abgehauen. Und wir, der bleibt bei uns. Nein, sie sind nicht bei uns geblieben. Was aber bedeutete, wir hatten den ganzen Tag freie Fahrt. Also wir haben mit unglaublich aggressiven Aktionen dann weitergemacht. Das zum Beispiel ist der Kameragottesdienst mitten im Karstadt. Da gibt es ja auch rundum Kameras und das war ja irgendwie klar, dass da keine Polizei mehr kam. Dann kamen die Securities darunter, das waren dann vier, das nützte auch überhaupt nichts. Wir konnten das einfach machen, wie wir wollten. Also niemand hat uns überhaupt mehr gestört. Wir konnten überall reingehen und dieses Theater überall durchziehen. So, das ist jetzt der krönende Abschluss. Also diesen und vielen, vielen weiteren Aktionen gilt es jetzt, ein Kunstwerk zu formen. Verschiedene Aktionen miteinander verbinden. Das würden wir auf dem Training, wenn es gut läuft, auch üben, dass wir uns dann halt nochmal hinsetzen und in kleinen Gruppen vielleicht konkrete Aktionen planen, wo wir dann viele solche Bausteine miteinander verbinden. Manche würden vielleicht denken, wenn man Sabotageaktionen und Straßentheater verbindet, dass man dann in Verdacht kommt, auch diese Sabotage begangen zu haben. Ich glaube, dass das nicht stimmt. In dem Moment, wo eine Theatergruppe auftritt und zu einem Thema irgendetwas macht, wirkt es eher so, als wenn die das nicht war, die das in der Nacht davor auch was gemacht hat. Vielleicht kennen die sich oder wie auch immer. Es könnte sein, aber ich behaupte, dass das diesen Verdacht noch nicht mal besonders schürt, sodass man auch ein bisschen mutig sein kann, die Sachen miteinander verbinden. Aber natürlich können das auch unterschiedliche Gruppen machen. Ich will mal Beispiele nennen. Die zwei habe ich schon genannt. Die stehen jetzt hier nur noch mal bei dieser Aktionsschwarzfahrt. Da haben wir auch verschiedenste Sachen miteinander verbunden oder auch andere haben andere. Da gab es ja auch Sprühattacken und Überkleber und alles Mögliche. Bombodrom hatte ich auch schon erzählt. Bei Kommunikationsguerilla, da gab es auch noch Angriffe auf die Infrastruktur.
Die Kaserne ist auch mal pink angemalt worden und deren Leitstand ist technisch zerstört worden. Die ganzen Schilder dieser Achtung Sicherheitsbereich, bla bla bla, Schusswaffen, komplett um den Truppenübungsplatz, alle umgemalt. Also da waren sehr viele unterschiedliche Aktionen. Aber ich will mal ein Beispiel herausgreifen, was quasi so der Prototyp ist, wie man diese Dinge miteinander mischen kann. Und zwar gab es mal Leute, 4 oder 5 waren das. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Die sind in eine Stadt gegangen, zu der überhaupt gar keine Verbindung bestand, um ein Thema zu machen, mit dem hatten wir uns damals halt beschäftigt. Und das ist übrigens ein Thema, was uns in 2 Jahren wieder begegnet, Martin Luther. Martin Luther, werden vielleicht einige wissen, ist ein deutsch-nationaler Held und auch ein Kirchenheld. Das ist vielleicht nicht ganz überraschend, dass der ein totales Arschloch war. Also er hat unter anderem gefordert, dass alle Juden verbrannt werden sollen und die Arbeitsfähigen vorher noch in Arbeitslager gesteckt werden sollen. Das hat er tatsächlich so gefordert und deshalb hat Adolf Hitler auch gesagt, er sei der praktische Vollstrecker des Willens Luther, wo Adolf Hitler recht hat. Außerdem wollte Martin Luther alle Gebrechlichen in der Gosse ersäufen. Das wäre also quasi das, was dann Adolf Hitler als T4-Aktion, also die haben das Euthanasie genannt, beschönigt. Auch das hat Luther schon gefordert. Luther ist aber ein Kenner in allen Metiers gewesen, so hat er sich auch mal über Frauen geäußert. Das klang dann so, Frauen sollen beim Beischlaf immer unten liegen, weil sie weniger wert sind. Luther war bekanntlich antirevolutionär, also hat die Niederschlagung der Bauernaufstände gefordert. Also eigentlich durchgehend nur ein Arschloch. So, jetzt war damals Luther der Film, kam in die Kinos und Luther wurde total gehypt. Und wir haben eine Menge von Aktionen gemacht in Kinos, vor Kinos und so weiter. Und irgendwann sind wir mit ein paar Leuten zusammen in die Lutherstadt Wittenberg gegangen. Eine Stadt, die vorher wahrscheinlich überhaupt noch nicht solche Aktionstechniken erlebt hat. Es gab da irgendwie eine leere Wohnung und wir hatten im Gepäck alles schon dabei, was wir brauchten. Und dann gab es 4 Aktionstage in der Stadt und nach diesen 4 Tagen war in dieser Stadt wenig wie vorher. Eine totale Diskursverschiebung, das war sehr spannend. Ein Vierteljahr vorher hatten wir uns schon angemeldet als Pfadfinder aus Bad Fallingbostel und hatten dort mit der Touristik ins Büro abgesprochen, wir machen dort ein Theater. Da sind wir. So sah das Theater aus. Wir hatten uns so in Mönchskutten geworfen und haben ein Theater-Channeling mit Luther gemacht. Also Channeling kennt ihr vielleicht, ne? Das sind diese Gespräche mit Toten, die sich irgendwelche Esoteriker ausgedacht haben, dass man das machen kann. Und wir haben dann halt gesagt, wir channeln mit Luther und hatten so ein Band mit so einer verkorksten Stimme gemacht und haben gesagt, aber die Technik ist noch nicht so ausgereift. Luther kann nur Sachen antworten, die er auch schon auf der Erde als Lebender gesagt hat. Und dann haben wir halt so Interviews mit ihm gemacht und dann hat er diese ganzen Sätze so rausgehauen, die ich eben benannt habe. Das war im Kern das kommunikative Element. Das war uns wichtig. Wir wollten auf dem Marktplatz permanent sein, damit der Erregungskorridor, der sich entfalten sollte in diesen Tagen, einen Adressaten hat, dass die Leute mit jemandem reden konnten, nämlich mit uns dort. Niemand hat uns jemals verdächtigt, dass wir auch die anderen Sachen gemacht haben während der 4 Tage. Wir haben das richtig in der Presse angekündigt. Das ist die Zeitung dort. Die kündigte unser Straßentheater da auch an. Das war also alles ganz nett. Dann ging es weiter. In der ersten Nacht passierte mehrere Sachen. Unter anderem wurden ganz viele lutherkritische Ausstellungen dort in der Stadt geklebt. Das hier zum Beispiel sind solche Teile an so einer Litfaßsäule. Außerdem wurde eine These 1 versprüht. Und zwar massenweise in der ganzen Stadt. Das hat noch keinen so richtig aufgeregt. Dann kam der nächste Tag wieder mit unserem Theater. Die Sachen wurden teilweise übergemalt. Dann kam die 2. Nacht. Da war der Marktplatz. Da sind 2 Denkmäler von Luther und von seinem Lehrer. Melanchthon heißt der. Und da ist dann das alte Amtsgericht. Und an dem ist in ziemlicher Höhe ein Spruch von Luther. So wie man es hier sieht, eine Steinplatte und die Buchstaben gucken raus und sind mit Blattgold belegt. Fürchte Gott, ehre die Obrigkeit und sei nicht unter den Aufrührern. Und am nächsten Tag fehlten ein paar Buchstaben, wie auch immer die abgefallen sind. Und es sah so aus. Fürchte die Obrigkeit und sei unter den Aufrührern. Ein halbes Jahr lang blieb das so und das Parlament von Wittenberg hat diskutiert, ob sie es renovieren, weil das so unglaublich teuer ist. Außerdem wurde die These 2 gesprüht, auch zigfach in Wittenberg. Und jetzt gab es eine Reaktion, nämlich die Polizei patrouillierte, der Graffiti-Hubschrauber aus Berlin kam, um diese Leute zu jagen. Und die Kirche stellte Freiwilligentrupps auf, um in der Nacht irgendwas zu erreichen. Aber es nützte alles gar nichts. 3. Nacht,
95 Thesen hat Luther da angeschlagen. Das ist ja auch der Grund, warum uns übernächstes Jahr Luther begegnen. 500 Jahre Thesenanschlag. Der Reformationstag wird einmalig zum bundeseinheitlichen Feiertag. Also da wird so viel deutschnationales und Kirchengesäusel abgehen, dass einem schlecht wird. Aber ich finde das hier ehrlich gesagt ganz gut, weil Luthers Texte sind unsere Waffe, uns mit diesem deutschnationalen Taumel und dem Kirchentaumel auseinanderzusetzen. Also, es gab eine Aktion 95 Farbbeutel auf Luther. Das ist das Denkmal von Luther. Und These 3 wurde gesprüht. Und der Graffiti-Hubschrauber fuhr da rum und diese ganzen Trupps fuhren da rum und es hat ihnen alles nichts genützt. Und das war relativ einfach. Zwei Leute saßen die ganze Nacht auf einer Bank, mitten auf dem Marktplatz, mit Weinflaschen in der Hand, so in einem Obdachlosen-Design. Wir sind nicht ein einziges Mal kontrolliert worden. Wir haben einfach immer nur geguckt, wo bewegen die sich gerade, wann fliegt der Graffiti-Hubschrauber zum Tanken weg und konnten das dann immer durchgehen. Nach dieser dritten Nacht tauchten ganz viele Presse- und Fernsehteams da auf und ich fand das unglaublich geil, als ich vor diesem bunten Luther-Denkmal dann von den Journalisten gefragt wurde, ja, bla bla bla, Sie machen ja hier dieses lutherkritische Theaterstück, andere Leute machen hier offensichtlich andere Sachen, was halten Sie davon? Ich sagen konnte, ja, also ich kann da ja nichts zu sagen, aber wenn ich mir die Texte von Luther angucke, dann kann ich das schon verstehen, warum Leuten das total auf den Keks geht, dass dieser Held hier abgefeiert wird. Du machst die Vermittlungsarbeit für die Aktion, die du möglicherweise selber gemacht hast, das weiß aber niemand. Aber das Gesamtpaket bringt dich bis in die Fernsehkanäle oder sonst wie was rein. Aber das war noch nicht der absolute Hype. Der absolute Hype war das. Die NPD trat in Erscheinung und kündigte einen Nazi-Aufmarsch zu Ehren von Martin Luther ab, weil das sei ja nun ein geiler Hecht. Der hätte ja die Juden verbrennen wollen und sogenannten Behinderten vernichten wollen und so weiter und so fort. Also der sei also total toll. Und jetzt wird also Luther gehypt von der NPD. Das ist natürlich für Luther und die Kirche das Schlimmste, was ihm passieren könnte. Und dieser Nazi-Aufmarsch, der hat dann richtig so alles daraus gehauen. Riesendebatten gegen Aufmärsche und so weiter und so fort. Der DGB hat sich total gefreut, dass er schaffte, auf dem Platz vor der NPD die Demo anzumelden, dass die Demo gar nicht stattfindet. Hat sich aber nie die Frage gestellt, ob dieser Flyer überhaupt jemals von der NPD gekommen ist. Dann war alles total aufgeregt und ich weiß nicht, was weiter passiert wäre, wenn das einfach noch so weitergegangen ist. Aber nach 4 Tagen war der Spuk genauso schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Die Kirche hatte allerdings zu dem Zeitpunkt schon angekündigt, bei dem kommenden Sonntag von der Kanzel eine Abkündigung zu machen. Das heißt, in jeder Kirche wird Stellung bezogen zu der Lutherkritik. Wer hat das schon mal hingekriegt, ne? So eine Aktion in 4 Tagen, dass alle Kirchen sich dazu äußern. Und geil war, am 3. oder 4. Tag kam zu uns Theatergruppe ein Pastor. Wussten wir erstmal nicht, aber der hat das dann gleich gesagt und meinte, ihr habt noch was vergessen. Und wir so, aha, Luther war auch nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat. Das fanden wir schon relativ cool, den Auftritt. Und einer von uns hat immer auch noch Presse gespielt, also es geht ja jetzt um das Kunstwerk. Bastelt halt daraus ein Gesamtkunstwerk von Aktionen. Einer von uns, der immer mit dabei war bei einem Theatergruppe, spielt gleichzeitig noch Journalist. Das merkt ja keiner, wenn er mit seinem Handy anruft, als Journalist bei der Polizei zum Beispiel anruft, was sie denn schon für Erkenntnisse über diese Aktivisten haben. Also wir rufen permanent bei unseren Aktionen als Journalisten bei der Polizei ein, um uns zu informieren, was die schon herausgefunden haben. Natürlich ist das auch teilweise dann gelogen, was die sagen. Das ist ja klar, das musst du einrichten. Oder wir rufen bei der Kirche an und bitten die um Stellungnahme zu unseren eigenen Aktionen. Das wissen die nur noch nicht. Und zu diesem Pastor haben wir Kontakt gehalten und der Mensch von uns, von der Presse, hat mit ihm ein paar Tage später telefoniert. Und das muss sehr geil gewesen sein, das Telefonat, erzählte er nämlich, der sagte, also, ich will Ihnen mal was sagen. Ich sage Ihnen auch gleich, ich erzähle das nicht weiter. Aber ich habe mir das ja angeguckt, was da so in der Stadt passiert ist. Ne? Und dann bin ich letztens mal im Internet herumgesurft und dann bin ich auf so eine Seite gekommen. direct-action.de.vu. Und dann habe ich mir alles durchgelesen. Wissen Sie was? Also er hat ja immer noch gedacht, dass der mit einem Journalisten redet. Wissen Sie was? Ich glaube, das waren alles die gleichen Leute. Und die Polizei hat es auch irgendwann rausgekriegt. Und zwar wie? Zuständig war der Staatsschutz Dessau. Den kennen wir ja aus so anderen sehr unangenehmen Fällen, was die Dessauer da alles so an Scheiße bauen. Und der hat in diesen ganzen einzelnen Sachbeschädigungen sowas ermittelt und überhaupt nichts Gescheites rausgekriegt. Der, tatsächlich ist der nie auf die Idee gekommen, dass die Theatergruppe damit irgendwas zu tun haben könnte. Aber sie haben uns trotzdem immer fotografiert, haben mit der Stadt geredet. Wer sind die eigentlich? Und die Stadt immer, nee, die haben sich bei uns schon vor einem Vierteljahr angemeldet. Aha, aha, aha. In ihrer totalen Verzweiflung, wir wissen das dann später aus der Polizeiakte, weil wir dann doch noch ein Verfahren gekriegt haben, aber das ist dann noch schnell wieder eingestellt worden,
In ihrer totalen Verzweiflung haben sie eins von diesen Fotos genommen, von uns als Theatergruppe, und haben das an alle Polizeistationen Deutschlands verschickt. Kennt irgendjemand diese Leute? Und so kam das halt bei der Polizei Gießen an. Deren Brief zurück ist einfach total schön. Ja, die kennen wir alle. Und das, was sie beschreiben an Methoden, das kennen wir hier seit Jahren. Und wir können Ihnen gleich einen Tipp geben. Hören Sie auf, in den Einzelfällen zu ermitteln, weil die machen keine Fehler. Machen Sie gleich ein 129er-Verfahren Bildung krimineller Vereinigung. Das haben sie dann auch eine Zeit lang gemacht, aber dann auch wieder eingestellt, war dann auch egal. So kamen wir an diese wunderschöne Akte. Ja, und das ist es im Prinzip. Macht Direct Action Trainings, baut die Infrastruktur für so etwas aus. Das ist einfach ungemein praktisch, wenn in jeder Stadt es einen Ort gibt, wo man diese ganzen Sachen, die Materialien für Stinkeflüssigkeit, Handyblocker, Schlossöffnungssets, was auch immer du brauchst für Aktionen, Verkleidungsmaterial, dass die Dinge einfach da sind. Weil eine Abschiebung wartet nicht darauf, das nächste Plenum. Das muss sofort klappen und muss gut sein. Und ich finde, dass sich das lohnt anzueignen, weil diese Welt ist echt so scheiße, dass es Zeit wird, dass wir nicht mehr immer nur die Begleitfolklore des Unabwendbaren sind, sondern dass wir die Scheiße endlich mal abwenden. Aging and dying at a terrifying rate.